Heubrause in die Hand gemacht. Aus einer Metamorphose ging das klassische Sennatonchi hervor. Es ist Punkt 7 und ich begrüße euch ganz herzlich zu Graubünden live. Wir haben für euch einen bunten Strauß aus verschiedenen Musikszenen, auch aus Comedy und aus Literatur zusammengestellt. Und das Ganze unter dem Motto «Wir packen das». Wir packen das, weil wir wollen euch so ein bisschen die Bühnenluft heimwerken. Das heisst, man kann nicht dicht drängt vor der Bühne stehen für ein Konzert oder eng aneinander kuscheln, eine Comedy-Show schauen. Und darum bringen wir uns in guter und hoher Qualität in eure Stube. Gleichzeitig habt aber auch ihr so ein bisschen mehr packend das schon gemacht. Wir haben 114 Tickets verkauft auf freiwilliger Basis. Also an dieser Stelle schon mal hier dafür ganz herzlichen Dank. Also man kann aber auch weitere noch Tickets kaufen auf freiwilliger Basis und das sage auch noch bis weit nach dem Event raus. Ich bin im Fall nicht so weit weg von dem ganzen Geschehen hier hinten, weil es einfach so schön aussieht, sondern bevor wir anfangen, möchte ich euch ein bisschen zeigen, wo wir hier sind, was wir gemacht haben, einen kleinen Rundgang machen. Damit ihr auch ein bisschen wissen, was wir auf die Beine gestellt haben, schliesslich sind ihr nämlich in der nächsten Stunde auch ein bisschen hier bei uns daheim. Und hier hinten, ganz, ganz weit weg von der Bühne, ist einer, der jetzt hier die ganze Zeit quasi fast ein bisschen daheim ist, unser Tontechniker. Oli, du bist hier richtig gemütlich. Was ist jetzt der Unterschied für dich zu einem normalen Event oder jetzt eben hier unter den Corona-Massnahmen? Ja, also der grosse Unterschied ist, dass ich hier wirklich abgesondert allein in diesem Kabäuschen bin. Das ist sonst natürlich ein bisschen anders in den Live-Situationen. Der Grund ist relativ einfach. Ich brauche wirklich nur die reinen Mikrofonsignale, um einen schönen Mix zu machen. Und das hätte ich bei der Bühne vorne natürlich nicht. Darum bin ich hier in meinem Kabäuschen hinein. Und du hast dir auch richtig gemütlich eingerichtet hier. Natürlich, wunderbar, das darf ja ein bisschen heimelig sein. Heimelig, oder? Heimelig. Genau. Hey, dann wünsche ich dir toi, toi, toi. Dankeschön. Rest und wir gehen wieder zurück zur Bühne miteinander. Der lange Weg zurück zur Bühne. Und falls ihr das schon gemerkt habt, ich habe im Fall hier einen eigenen Mikrofonträger. Richtig Luxus. Auch das hat mit Social Distancing zu tun. Der Gianmarco ist das bereits wieder am Reinigen, das Mikrofon desinfizieren, damit es noch parat ist für die Nächsten. Und auch Mundschutz wird hier getragen, die Händchen. Also wir legen hier sehr grossen Wert drauf. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Bühne. Das ist nämlich ein relativ weiter Weg. Ich gehe hier mal ein bisschen voraus. Dann sehen wir hier schon mal die Bühne vor uns und das ganze Geschehen. Es sieht wirklich fast ein bisschen unheimlich aus, wenn alle so maskiert sind, gell? Hier sehen wir vor mir, sogar auf der Bühne, die Bündner Kammerphilharmonie. Die sind schon parat für ihren Auftritt. Auch hier wird natürlich das Ganze mit dem Social Distancing völlig berücksichtigt. Aber bevor wir jetzt zu ihnen kommen, gehen wir noch schauen, was wir hier hinten noch haben. Wir haben hier nämlich den Weg zur Garderobe, dass ihr das auch mal gesehen habt. Völlig mit Bändern abgesperrt, dass man wirklich sich nicht in die Quere kommen kann. Dass man, wenn man fertig ist mit dem Auftritt, sein gebrauchtes Mikrofon hier herleitet und jeder weiss, das muss man desinfizieren, bevor man es wieder braucht. Und hier hinten sehen wir dann die ganzen verschiedenen Garderoben, wo wirklich jeder Künstler allein für sich sein kann und das wird auch jedes Mal wieder desinfiziert. Dann gehen wir wieder vorne. Zur Bühne und ich sehe, der Gianmarco ist schon wieder parat mit dem frischen Mikrofon. Jetzt wollen wir aber gleich mal wissen, wie es diesen Cellistinnen hier auf einen so geht, kurz vor dem Auftritt. Caroline, ihr seid parat, wie geht es jetzt, so kurz bevor es losgeht? Nervös? Ja, es geht gut. Ja, ein bisschen nervös sind wir jetzt schon, glaube ich. Also jetzt, ich glaube, keiner von uns hat jetzt seit Anfang März ein Konzert gespielt. Und das ist natürlich ungewöhnlich, dass man da irgendwie anderthalb Monate irgendwie nicht auftretet irgendwie und nur für sich daheim alleine übt und ja, und ein bisschen speziell ist die Situation natürlich schon, dass wir wissen, da sitzen schon Leute und schauen zu und je nachdem schauen sie viel näher zu als sonst im Konzert. Normalerweise kann man ja irgendwie sagen, ja, die sitzen ja eh so, die sehen dann nicht
irgendwie, also hören schon, aber jeder Detail wird vielleicht nicht gesehen. Und jetzt wissen wir ja nicht, wer gerade wo eingesucht wird und so. Und ist ein bisschen speziell, weil wir sehen ja einfach niemand, also im Publikum. Und das ist, ja. Das ist eine neue Situation. Aber ja. Ihr seid völlig parat in dem Fall. Wir sind parat, das auf jeden Fall. Und leichte Nervosität, das haben wir alle, das gehört zur Bühne dazu. Das sieht man auch, zum Beispiel auch Kameramänner, die sind da völlig parat, vermummt, ready for action. Und wir gehen hier hinten, da sehen wir jetzt gerade auch noch zum Beispiel Ton nochmal, Licht. Der Silvan, der Dario, der Luis, der Chef von Zentronics, alle sind parat. Und jetzt gehen wir noch hier hinten, wo all das zusammenkommt, Ton und Bild und alles, bevor es zu euch aus kann, live. Ich bekomme hier das Mikrofon. Das kann ich nämlich diesmal ein bisschen näher an mich hernehmen, weil der Mann, der hier hockt, ist mein Mann. Darum muss ich hier Social Distance gerne das so strikt einhalten. Reto, bist du parat? Ich bin voll bereit, ja, definitiv. Was war jetzt die besonders Herausforderung? Ja, ich sage jetzt, das Technische ist ein Stück Daily Business. Das ist unser Job, den wir machen, Live-Übertragungen. Speziell ist doch, dass wir ein Stück dann noch Veranstalter sind. Also, wir jetzt auch die ganzen Acts organisiert haben, wir drei. Also Matthias Nutt, Zentronics, Luis Koch, du natürlich auch und ich. Und das ist speziell. Und dass auch meine Frau noch moderiert und die Regie mache, ist auch noch eine coole Geschichte. Also jetzt sind wir gespannt. Und ich meinte, jetzt haben wir auch genug gequatscht. Jetzt wollen wir ein bisschen Musik hören, weil die vier Cellistinnen von Kammerphilharmonie Graubünden sind sicher schon richtig gickrig jetzt drauf, um guten Sound zu machen. Und vor allem, sie haben wirklich alles drauf, von Klassik bis Metallica, Bach, da werden wir ein bisschen alles hören, querbeet. Und ich wünsche jetzt ganz gute Unterhaltung mit der Kammerphilharmonie Graubünden. Thank you.
Wunderschön, das Cello geht mir immer durch Mark und Bein. Wobei auch der kommende Komiker, das ist fast der Zungenbrecher, der geht mir ein bisschen durch Mark und Bein, der Peter Löhmann. Eigentlich tut schon Hochdeutsch, er redet auch Hochdeutsch, aber warum er eben gleich ein Bündner ist, das erklärt er nur gerade selber auf der Bühne. Auf alle Fälle ist er ein Multitalent. Neben dem, dass er nämlich Comedian ist, zaubert er auch noch, moderiert, ist Autor und vor allem eben auch sozial sehr engagiert. Er hat ein Kinderhilfswerk, das heisst Magic Moments, und dort setzt er sich immer für Kinder ein, momentan gerade in Nepal und in Haiti. Magic Moments, das ist so sein Motto. Allerdings jetzt gerade nicht für Kinder in Nepal und in Haiti, sondern ganz allein und einzig für euch. So, vielen, vielen, vielen Dank, Miriam, für die tollen, lieben Worte. Du bist ja live, ich bin nicht live, weil wir sind ein paar Tage vorher am Aufzeichnen hier in diesem tollen Studio. Und erstmal einen Riesenapplaus für die ganzen Leute, die das hier möglich gemacht haben. Vielen, 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 vielen Dank. So, wir sind mit mehreren Kameras am Arbeiten. Da, überall sind die Kameras. Wir werden jetzt versuchen, diesen blöden Virus einfach mit ein bisschen Freude und ein bisschen, ja, positives Denken entgegenzugehen. Und das schaffen wir schon. Jetzt fragen sich viele, hey, wir sind hier im Bündnerland, wieso hast du so einen Dialekt? Kann ich euch erklären, ich komme aus dem Aargau. Ist wirklich wahr, ich komme aus dem Aargau. Jetzt fragen sich viele, ja, wieso hast du so einen Dialekt? Das kann ich auch erklären. Ich bin geboren im großen Kanton, bin deutsch-schweizerischer Doppelbürger. Deutsch durch die Mutter und schweizerisch, ja, durch einen guten Freund von meinem Vater. Und guck, jetzt habe ich euch doch zum Lachen gebracht. Also ein bisschen. Am Schmunzeln seid ihr wenigstens. Ja, warum bin ich in der Schweiz? Also ich kenne die Schweiz gut. Ich bin schon 35 Jahre da. Habe 11 Jahre in Graubünde gelebt, in Samoritz. Ich kenne es gut und ich liebe diesen schönen Kanton. Und schön, dass ich da sein darf. Und jetzt haben wir gedacht, wir machen die nächsten, Erik, 15, 20 Stunden. Werden wir hier ein bisschen Comedy machen und ein bisschen über uns selber lachen. Und das ist wichtig. Wer hat denn die 80er Jahre erlebt? Ruhig Hand hoch, wer hat die 80er Jahre, nicht 30er Jahre, 80er Jahre. War das nicht eine schöne Zeit? Wir haben Scheißdreck gemacht und es gibt keine Beweise. Null. Wer hat 90er Jahre? Ich will nicht sagen, dass die Zeit schlechter war, aber unsere war schöner. Und das fing als Kind schon an. Wir hatten andere Süßigkeiten. Kennt ihr noch Esspapier? Kennt ihr das noch? Esspapier? Sah aus wie ein Löschblatt. Schmeckte auch so. Aber das Geniale an diesem Esspapier war, dass es irgendwann oben am Gaumen festgekriegt. Und du hast manchmal 2-3 Tage später noch was davon gehabt. Könnt ihr euch dann, oder kennt ihr das noch von der Kindheit? Hier, Leckmuschel. Kennt ihr die noch? Leckmuschel? Genau. Leckmuschel, damit haben wir früher geübt. Komm, Erik, die ist für dich. Ich gebe sie dir nachher. Also das war doch eine schöne Zeit. Oder heute, und das ist kein Scherz, was ich euch sage, unsere Tonaufnahme-Regie-Assistentin, die hinten ist, Diana, die hat das auch. Heute haben junge Frauen durch die Zunge so Metallbolzen durchgeschossen. Piercing, sagt man dazu. Wisst ihr, wo wir in der 80er Jahre mit Bilder aufgehängt haben? Da schießen sie durch die Zunge. Warum machen die das? Um beim Küssen, guck mal, das interessiert euch, ne? Um beim Küssen ein Peeling zu erzeugen.
Das haben wir doch früher auch hingekriegt. Wisst ihr noch wie? Ja, sicher, hier. Mit Tiki oder Heubrause. Kennt ihr das? Kennst du das noch? Ja, sicher kennst du das. Pass auf. Das war früher so. Übrigens, ich bin gestöpselt. Wer ist gestöpselt? Kennt ihr das noch? Was mussten wir, das kennt ihr sicher, was mussten wir früher in den 80er Jahren am Samstagabend um 17 Uhr vor Bonanza, was mussten wir machen? Richtig, wir mussten baden. Wir mussten baden in dem Wasser, wo Papa morgens das Auto gewaschen hat. Und ich musste immer auf dem Stöpsel sitzen, darum gestöpselt. Kennt ihr es noch? Wir hatten den Kettenabdruck hier hinten. Über uns war der Boiler, kennt ihr noch den Boiler? Der Boiler, der oben drüber war. Da kam alle 30 Sekunden ein heißer Tropfen runter. Erik nickte, er weiß, worüber ich rede. Der war heißer als das ganze Wasser vorher. Ja, ist egal. So, Tiki oder Ahoi-Brause ist genau dasselbe. Früher, was haben wir früher gemacht, wenn ein Mädchen in die Nähe kam? Wir haben die Ahoi-Brause aufgerissen. Haben wir eine Linie gezogen? Nee, das kam später. So, pass auf. Dann haben wir die Ahoi-Brause in die Hand gemacht. Special Effekt. Was haben wir früher gemacht als Kind, wo die Ahoi-Brause in der Hand war? Weißt du es noch, Erik? Ja, sicher weißt du das. Guck mal, ist ein Schmetterling geworden. Schau mal. Und dann haben wir früher... Aber das wollt ihr nicht wissen. Das war früher so. Aber wir hatten früher eine Kindheit. Boah, das kriege ich nie mehr aus dem Mund so schnell. Ah. Was haben wir denn früher? Wer hatte eine Kindheit? Hattest du eine Kindheit, Erik? Hattest du eine? Hattest du eine schöne Kindheit? Ich hatte nicht so eine schöne Kindheit. Ich hatte nicht so eine schöne Kindheit. Das war früher so. Ich bin 2 Wochen zu früh gekommen. Gut, das hat auch meine Ex gesagt, hat aber einen anderen Hintergrund. Ich hatte keine Fingernägel. Ich hatte keine Haare auf dem Kopf. Ich sah aus wie so ein zerplatztes Kopfkissen. Wisst ihr, wie das war? Meine Mutter hat das Babyfoto verkauft für viel Geld, für eine Hetzkampagne, für Empfängnisverhütung. Und das ging später so weiter. Ich musste Korthosen tragen. Kennst du noch Korthosen? Korthosen. Von der Struktur her, die es nicht kennen, wie so ein unaufgelöstes Sudoku. Sudoku muss ich euch nicht erklären. Ne? In der Farbe Ocker. Ocker, die Farbe gibt es heute nicht mehr. Die heißt heute Terracotta. Für mich bleibt es scheißbraun. Apropos scheißbraun. Wir mussten früher, in den 80er Jahren, hatten wir 2 Waschlappen. Und der dunkle war für unten rum. Das verstehe ich heute noch nicht. Ne? Ach, was hatten wir früher oft für Zeiten, ne? Ja, wir hatten früher, kennst du noch Handschuhe? Wir hatten im Winter Handschuhe, nicht Handschuhe, wir hatten Fäustlinge mit einer Schnur verbunden. Kennst du das noch? Wir sind so gelaufen, weil die Schnur war zu kurz. Wir sahen aus wie Jim Knopf für Arme. Ja, für Arme. Das war unsere Zeit früher. Ja. Ach, war das eine Zeit. Was hatten wir denn noch? Ah, wir hatten früher ein Freundesbuch. Kennst du noch ein Freundesbuch? Das war der erste Kontakt, den wir hatten mit unseren Mädchen. Ich habe allen Mädchen... habe ich früher gedichtet. Ich habe für die Mädchen gedichtet. Ich habe allen Mädchen dasselbe reingeschrieben. Rosen, Tulpen, ne. Ah, ihr kennt das schon, hab ich euch auch allen reingeschrieben. Heute die Jungs, die sind cleverer, die schreiben ganze Mädchenklicken an, in allen 4 Schnecken will ich. Ist egal, aber das war früher so, ne. Den ersten, was muss ich sagen? Mein erstes Sackgeld für euch Mädchen habe ich Usge. Für kariertes Papier. Ja, um euch eine Frage zu stellen. Willst du mit mir gehen? Und da kann man ankreuzen. Ja, nein, vielleicht, nur für Geld. Und dann waren wir zusammen. Ich weiß noch, in der Schule, ich habe da gesessen, sie da, mal lurke. Aber mehr war nicht. Aber irgendwann haben von euch Mädchen einen Liebesbeweis bekommen. Es war so groß. Nein, keine Leckmuschel. Wer hat da Leckmuschel gesagt? Wisst ihr, was wir von euch geschenkt bekommen haben? Ein Pass für Tilly haben wir von euch geschenkt bekommen. Ein Passfoto. In welchem Zustand war es? In Schwarz-Wies. Und weißt du noch, was im Hintergrund drauf war? Ihre hässliche Freundin war im Hintergrund noch drauf. Das habe ich früher gesammelt. Das waren früher die 80er Jahre. Das war früher so. Heute, ja, bin ich 35. Und wir Männer haben ein Riesenproblem. Ihr Frauen habt kein Problem. Ihr Frauen bleibt hübsch. Immer. Ihr bleibt in unserem Herzen, seid ihr das Kostbarste, was wir haben. Wer ein Problem mit dem Alter hat, sind wir Männer. Und das werde ich heute beweisen, liebe Frauen. Passt auf. Wir Männer haben Symptome, die ihr nicht kennt. Beispiel, du bist morgens angezogen, hast alles parat, guckst in die Tiefe,
siehst, dass deine Schuhe nicht zu sind. In dem Augenblick wünschen wir uns Männer Klettverschluss. Den bekommen wir irgendwann auch, aber in einer anderen Position. Jetzt müssen wir da runter. Vom Gewicht her, schaut hier, vom Gewicht her, Erik weiß, worüber ich rede, haut es uns manchmal so schnell nach unten, dass wir plötzlich Beulen an der Stirn haben. Darum müssen wir vorher abbremsen, wenn wir nicht aufpassen. Also pass auf, dann sind wir hier unten. Erik, siehst du mich noch? Dann sind wir hier unten, machen die Schuhe zu, bleiben aber in dieser Position, weil wir sind am Überlegen, was können wir da unten noch machen, dass es sich auch lohnt, dass wir unten sind. Teppich schamponieren, Hosensaum bügeln, Ahoi-Brause auflecken. So, jetzt müssen wir wieder hoch. Das schaffen wir auch. Aber jetzt kommt's, meine Damen, in der doppelten Zeit. Das ist nicht gut. In der doppelten Zeit, das heißt, wir brauchen länger. Wir brauchen länger und jetzt kommt's. Wir geben sogar plötzlich Geräusche ab. Geräusche, die vorher im Schlafzimmer waren, dort komplett verschwunden sind, tauchen beim Schuhe zumachen wieder auf. Letztens haben meine Nachbarin angerufen, sie, Herr Löhmann, haben Sie eine neue Freundin? Ich sage, nein, ich habe meine Schuhe zugemacht. Ne? Das ist einfach so. Woran merken wir noch, dass wir Männer älter werden? Kann ich euch sagen. Altersweitsichtigkeit. Kennst du das auch? Altersweitsichtigkeit? Das kennst du. Letztens war ich in der Pizzeria vor 4-5 Wochen. War am Essen oder wollte was zu essen bestellen. Ich konnte die Karte nicht mehr lesen. Ich musste zum Nachbartisch, die haben sie dann hochgehalten, dann ging's. Ne? Wir können das nicht mehr lesen, das ist einfach so. Da hat mir so eine Influencerin gesagt, tu doch einfach mit dem Smartphone die Speisenkarte fotografieren und mit dem Finger größer machen. Tolle Idee, nur du brauchst 15 Fotos und dann bist du erst bei der Vorspeise, das scheißt dich dann auch an. Ne? Das ist auch keine gute Zeit. Also wirklich, woran merken wir noch, dass wir älter werden? Kann ich euch sagen, wir nehmen zu. Wir Männer nehmen zu, obwohl wir gar nichts essen. Kriegst du das mit Breitbildformat drauf? Wir nehmen zu. Schau mal, das 3D. Siehst du das? Der bewegt sich. Das ist wirklich so. Wir nehmen zu, obwohl wir gar nichts essen. Das passiert über Nacht. Das macht. Pff. Du denkst, wo kommt das her? Pff. Also du nimmst einfach plötzlich zu. Ohne was zu essen. Beispiel, ich habe letzte Woche ein Buch gelesen, was ein bisschen dickerer geschrieben ist. Das merkt der Körper und passt sich an. Wenn die Schrift noch kursiv ist, Times New Roman, deformiert sich auch mein Körper. Ich wollte 2019 4 Kilo abnehmen. Jetzt fehlen noch 9. Das ist auch so ein Beispiel. Woran merkt man noch, dass man älter wird? Kann ich euch sagen. Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, sitze auf dem Kanapee, ist nichts zum Essen. Bin am Zeppen, bleib aus Versehen auf ARD hängen. Es läuft immer wieder sonntags, die Flippers singen und ich finde es noch toll. Das macht mir Angst. Woran merken wir noch, dass wir älter werden? Ich rede nur von uns Männern. Uns wachsen Haare an Orte, die haben wir vorher gar nicht gekannt. Augenbrauen. Wenn du genau hochschaust, siehst du, dass sie in alle Richtungen ab einem gewissen Alter gehen. Ich könnte auf dem Schiff arbeiten. Wie ein lebendiger Kompass. Dann tust du die gelieren, kommst aus dem Bad raus, irgendeiner hat das Fenster auf Kipp gemacht, pff, gehen die wieder in alle Richtungen. Aus den Ohren, Büschel, ich bin moosbehangen, ich habe kein Kind im Ohr. Das ist voll. Ich habe es letztens grün angemalt, man hat mich im Wald nicht mehr gefunden. Ich habe selber 2-3 Tage gebraucht, bis ich wieder raus war. Auf dem Rücken, ich habe Haarfelder, Felder. Ich bin aggraviert. Ich wollte es letztens mit dem kontrollierten Flächenbrand wegkriegen, wisst ihr, mit dem Deo und dem Feuerzeug so. So ein Z machen. Für Superman. Ja. Und jetzt kommt's, meine Damen. Das Schlimmste ist, wir kriegen Haare aus der Nase. Wo kommen die her? Wo kommen die her? Und die sprechen sich ab morgens um 8.30 Uhr. Er weiß, wann der Wecker klingelt. Es guckt schon raus. Es duzt mich schon. Es guckt mich schon an. Ich kann so machen. Ich muss da nicht mehr rein. Ich kann das Grüne hier übernehmen. Ich habe eine These. Wo kommen die Haare her? Seht ihr das hier? Seht ihr das? Ich höre es nachts ploppen. Einmal. Und ich habe das Gefühl, dass einer das Haar wieder zurückzieht. Einfach wieder hinein. Durch die Schädeldecke. Großgehirn, Kleingehirn, Dickdarm. Ich weiß nicht, wer her. Und darum, liebe Frauen, haben auch wir Männer einen batteriebetriebenen Freund. Ein Nasentrimmer. Den haben wir von euch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Als ich den ausgepackt habe und das Geräusch gehört habe,
Dachte ich, der wäre für euch oder für uns zusammen. Nein, wann brauchen wir das Teil, kann ich euch sagen. Sonntagmorgen, 10.30 Uhr. Sitze auf dem Kanapé, ist nichts zum Essen. Bin am Zeppen, bleib aus Versehen bei ARD hängen. Es läuft immer wieder sonntags, die Flippers singen. Und während sie am Singen sind, bist du deine Nase am Trimmen. Dieses Knistern erinnert dich an die Romantik, als wir zwei uns kennengelernt haben am Lagerfeuer. Dann riecht es mal verbrannt. Ist kein Samsung. Gehst du wieder rein. So, irgendwann hörst du kein Knistern mehr, dann gehst du hier rüber. So, ich kenne keinen Mann, der das Ding vorher auswäscht. Der soll sich melden. Aber sofort. Ja? Dann bist du hier dran, irgendwann ist hier auffällig und dann gehst du hier rüber. So, irgendwann ist der 6. Januar. Das Ding schneidet nicht mehr, aber es sucht das Haar. Und irgendwann hat es das Haar in die Ecke gedrängt, wickelt sich um das Gewinde herum, zieht den Nasentrimmer nach oben. Und darum, liebe Frauen, wir Männer wissen, wie schwer eine Geburt ist. Das könnt ihr uns glauben. Das ist wirklich so. So, haben wir noch ein bisschen Zeit, Erik? Haben wir noch? Kajanik, ja super. Du bist ja ein toller Kameramann. Den müssen wir nächstes Mal auswählen. Soll ich noch ein bisschen was erzählen? Hast du Lust? Worüber sollen wir denn erzählen? Ich könnte euch noch was Tolles erzählen. Und zwar, ich bin Götti geworden. Götti am 10. Februar 2019. Also ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Vanessa 3580 Gramm schwer, also bei der Geburt, 49 Zentimeter hoch und ist eine tolle Zeit. Und ich habe jetzt eine Gratis-App runtergeladen, kostet 9,50 Franken den Monat. Und das ist so ein Tagebuch, so ein virtuelles Tagebuch. Und ich habe so Sachen reingeschrieben, die mich wirklich mit meiner Vanessa zurzeit, das erzählen wir noch. Hast du Lust? Gut, warte, ich muss mich schnell einstellen, weil das war gar nicht geplant, aber das ist okay. So, bist du parat? Also, wann ist es auf die Welt gekommen, weißt du es noch? Am 10. Februar 2019. Den ersten Eintrag habe ich am 15.03., also einen Monat später, um 12 Uhr. Ich soll auf Vanessa 2 Stunden alleine aufpassen, weil Jessie, ihre Mami, einen Termin hat. Gerade bin ich mit dem Auto zu ihr unterwegs, leider zu spät, weil meine Frau beim Shoppen sich nicht für ein paar Schuhe entscheiden konnte. Irgendwie bin ich leicht nervös, obwohl ich gar nicht sagen kann, warum. 12.16 Uhr. Habe meine Frau zu Hause abgesetzt und bei Jessie angekommen. Sie drückt mir die kleine Vanessa in die Hand. Jetzt weiß ich, warum ich nervös bin. Ich habe wirklich Angst, sie mit einem Arm zu halten, weil ich immer denke, hoffentlich fällt sie mir nicht durch den Arm nach unten. Zum Glück kommt mir ein Erziehungsreim meiner Oma in den Kopf. Rutscht das Kind fester fassen, wird es blau locker lassen. So, damit klappt es ganz gut. 12.25 Uhr. Jessie, die Mami, steckt ihr eine Nuckelflasche in den Mund, die ich übernehme, damit sich Jessie für ihren Termin noch schnell umziehen kann. Vanessa weigert sich zu trinken. Jessie, die Vanessa weigert sich zu trinken. Das habe ich geschrieben. Jessie aus dem Bad, du musst sie schräger halten, Peter. Ich glaube, ich halte sie zu schräg. Ihr Kopf wird blau. Jessie, ich meine die Flasche, du Idiot. Klar, wer will schon Kopf über Nahrung zu sich nehmen? 12.35 Uhr, Flasche schräg, Kind trinkt, ich entspannt. Ganz entspannt kann man auch nicht sagen. Immerhin jetzt entspannter als ihre Mutter. Ich fange leicht an zu schwitzen. Sprühregen würde ich es nennen. 12.45 Uhr, Jessie verlässt das Haus mit den Worten, Vanessa bekommt noch ein Gläschen Brei in der Horizontalen, Peter. Meinst du, kriegst das hin? Schließlich hast du keine Kinder. Ich sag, mach dir keine Sorgen, ich halte mich strikt an die Reime der Oma. So, 12.46 Uhr, Schloss fällt in die Tür, der Schweiß läuft mir den Rücken runter. Wäre ich ein Riese, könnte man meinen Rücken als Niagara-Fall bewundern. 12.50 Uhr. Ich traue mich nicht, Vanessa abzulegen, also halte ich sie mit meinem Einhand-Oma-Griff fest. 13 Uhr. Vanessa ist eingeschlafen. 13.15 Uhr. Mein Arm auch. 14.20 Uhr. Mein Arm ist aufgewacht und schmerzt. 14.25 Uhr. Vanessa ist aufgewacht und heult. Wahrscheinlich habe ich sie damit angesteckt. Ich denke, sie hat Hunger. Der Niagara-Fall hat mittlerweile die dunkle Ritze meiner 2 Matterhornhügel unten geflutet. 14.35 Uhr. Ich öffne den Schrank und sehe 40 Gläser Brei mit mindestens 70 Geschmackssorten. Die hat mehr Geschmackssorten als Schuhe im Schrank. Ich fühle mich überfordert, aber jetzt weiß ich, wie meine Frau sich vorhin gefühlt haben muss. 14.39 Uhr. Ich versuche, das Glas zu öffnen. 15.10 Uhr. Glas ist offen, nur wie kriege ich die Scherben aus dem Brei? Vanessa lebt noch. Teile von mir sind gestorben.
einhändig ein Glas zu öffnen, ist blöd. Ich bin mir sicher, wenn Miele einen Schraubzwinger anbieten würde, es wäre der Renner. 15.12 Uhr, ich schiebe ihr den ersten Löffel in den Mund. 15.30 Uhr, habe das Essen im Gesicht. Ich mache mich sauber, während mir ein weiter Reim meiner Oma einfällt. Schmeckt dem Kind nicht das Gericht, landet das Essen in deinem Gesicht. Landet das Essen in deinem Gesicht, bewahr Courage, mach sauber die Visage. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch über sowas redet. Ihr merkt, wir müssen lachen. Wir müssen mehr lachen, auch in dieser Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein Baby lacht 200 bis 300 Mal am Tag. Erwachsene nur noch 30 bis 40 Mal. Verheiratete noch weniger. Und wenn du in der Kiste bist, gar nicht mehr. Diese Kurve gefällt mir nicht. Wir müssen verrückte Dinge machen, jeden Tag. Ich habe hier Bücher, die könnt ihr hinterher, die Miriam wird sie dort verlosen. Ich habe Kinderbücher geschrieben, die könnt ihr gern haben. Aber wichtig ist 77 verrückte Dinge. Ganz, ganz wichtig. Macht verrückte Dinge. Miriam, die kannst du wirklich nachher verlosen oder verschenken oder was auch immer. Aber macht verrückte Dinge, jeden Tag. Beispiel, geh zu einem Zebrastreifen. Warte, bis das Auto hält. Lächel ihn an. Geh zum Auto hin. Steig hinten ein. Klopf ihm auf die Schulter und sag, komm, wir hauen ab. Das vergisst er nie mehr in seinem Leben. Nie mehr. Macht verrückte Dinge. Du darfst nur kein Vollbart haben und Alakbar sagen, aber sonst ist es egal. Macht jeden Tag verrückte Dinge. Oder klingel einfach mal beim Nachbarn, auch wenn du ihn nicht magst, auch ihn nicht kennst. Warte, bis die Tür aufgeht, schieß mit der Konfettikanone in die Wohnung rein und sag, happy, oh, du hast gar nicht Geburtstag und gehst weg. Das vergisst er nie mehr in seinem Leben. Macht verrückte Dinge. Ich habe einen tollen Freund, Dave Davis, ein schwarzer Comedian aus Köln, ein super Typ. Wir waren in Zürich, werde ich nie vergessen, wir beide sind so am Laufen. Ich erzähle ihm vor meinem Buch, sagt er, komm, wir machen was Verrücktes. Und das hat er wirklich gemacht. Er hat 10 Franken genommen, das ist für einen Deutschen, umgerechnet 300 Euro. Ist zum Taxifahrer, hat an der Scheibe geklopft, warte, bis die Scheibe runterging, hat ihm 10 Franken gegeben, den Taxifahrer, und sagt, komm, fahr eine Runde auf mich, und ist weggegangen. Das Gesicht vom Taxifahrer werdet ihr nie vergessen. Never, never. Oder wer musste schon mal heiraten? Erik, bist du verheiratet? Oh, der ist auch noch zu haben. Bist du noch zu haben? Er ist noch zu haben. Meldet euch hier unbedingt. Er wird sehr viel Freude haben. So, pass auf. Bei einer Hochzeit werden immer die gleichen Spiele gemacht. Ne? Hier. Baumstämme zersägen, Tauben in die Luft geschmissen. Macht's mal andersrum. Ist viel lustiger. Macht verrückte Dinge jeden Tag. Keiner interessiert sich mehr für das Brautpaar. Jeder weiß die Blutgruppe von der Taube. Das ist wichtig. Ne? Also macht verrückte Dinge. Ich habe früher wirklich Koch gelernt. Das ist kein Scherz. Und in Zürich. Und damals, das war wirklich sehr, sehr spannend. Wir hatten eine Hochzeitstorte bekommen für eine Hochzeit. Wahrscheinlich für eine Hochzeit. Obendrauf ist doch dieses Plastikbrautpaar immer. Und ich wusste nicht, dass man die aufschrauben kann und da eine Kapsel ist mit 2 Babys. Das habe ich nicht gewusst. Eins habe ich schwarz mit dem Edding angemalt. Das kam überhaupt nicht gut. Macht verrückte Dinge. Jeden Tag. Ruft euren besten Kollegen morgen an. Jetzt haben wir Stay at Home. Bleibt zu Hause. Nützt es. Macht verrückte Dinge. Warte, bis dein Kollege anruft, abnimmt. Müller, Meier, Schmidt. Ist ja egal, wie der heißt. Und dann wartest einen Augenblick und dann machst du nur das. Ich weiß, was kommt. Warte. Manner, Manner. Und leg's auf. Und wenn er dich 30 Sekunden später anruft und sagt, ist das ein cooler Typ, macht verrückte Dinge. Und wenn die blöde Zeit vorüber ist, dann macht was ganz Verrücktes. Steht einfach mal auf und umarmt die Menschen, die ihr schon lange nicht mehr umarmt habt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ganz zum Schluss möchte ich noch etwas machen. Und das ist ein guter Tipp des Jahres, den gebe ich immer sehr gern. Und glaubt immer an das Schöne, an das Positive. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn wir in der Schweiz auf der Autobahn sind, fahren 120, 130, linke Spur, das sind wir. Tüdelüdelüt, tüdelüdelüt. Und dann kommt einer von hinten und drängelt. Da werden wir unruhig, da werden wir lauter, da reden wir mit der Frau, was wir seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Ich sage, falsche Reaktion, ruhig bliebe. Interessiert mich nicht, was hinter mir passiert. Lächeln, linke Spur, bliebe. Jetzt wird der sauer, der fährt weg, der geht nach rechts, der geht nach links, linke Blinker blinkert, blendet auf, kommt wieder. Interessiert mich nicht, ruhig bliebe, lächeln, linke Spur, bliebe. So, nach circa 90 Minuten sind wir in einem Kanton, wo wir nie hin wollten, ist egal. Gehen wir rüber auf die rechte Seite und jetzt könnt ihr doch so vorbeifahren, wie ihr möchtet. Das macht er nicht, der fährt langsam. Wieso? Er will nochmal in euer Gesicht lurgen. Und wenn du in der Zeit so eine Nase aufsetzt und ihn so anlugst, das vergisst der nie mehr
in seinem Leben. Hey, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund, stay at home. Schöne Zeit. Vielen, vielen Dank. Von Peter Löhmann kann man jetzt gerade auch noch 2x2 Bücher gewinnen. Er ist ja eben auch Autor. Einmal wäre das für Kinder, Hugo und Raphael Ferienzeit. Und einmal für die Erwachsenen. Und zwar heißt das Buch 77 verrückte Dinge, die du unbedingt noch machen solltest. Also perfekt jetzt während der Corona-Quarantäne lesen und nachher direkt umsetzen. Wenn ihr zweimal so ein Buch gewinnen wollt, dann macht mit. Die Frage, die heisst, wie heisst das Kinderhilfswerk von Peter Löhmann? Schickt die Antwort auf unsere Facebook-Seite GR Live. Und zwei, die die Frage richtig beantwortet haben, werden in daraus als Gewinner ausgelesen. Mit 77 geht es jetzt weiter, genau gesagt mit 77 Bombay Street. Der Ezra und der Matt waren bei uns, allerdings, wie man sieht, nicht jetzt live parat, weil so viele Künstler können wir nicht an einem Abend über die Bühne lassen, das wäre dann eben nicht mehr ganz Corona-konform. Aber sie waren da und ihr hört das genau so, wie sie gespielt haben. In diesen computerbearbeiteten Musikzeiten gibt es hier nämlich noch richtig unbearbeiteten Sound. Man hat also nichts daran geändert, genau so hat es getönt. Vödle, blutti, gute Musik. Here is nothing worth of living. I cannot follow the sun, and I know there is something like summer waiting for us to come. Well, I've made choices, I can't deny it, but have I meant what I said? I don't know, I think it's time now to make some changes. Time to get out of my bed. Oh, I follow the rain down to the place where I will see the sun again. I say, I follow the rain down to the place, and I will see the sun again. Like a shadow, I'm not living, just reacting to life. Now I know we must stand up for dreams and passions, never give up the fight. Thinking of that crazy moment, we were both losing sight. Now I know I was blinded by false ambitions. Now let's kill them tonight. Oh, I follow the rain down to the place, and I will see the sun again. I say, I follow the rain down to the place, and I will sing this song. I sing this song again. Hallo alle Stadion. Years are over now, both made it somehow. Back then I didn't know I needed time to grow. And everything you said was right, it's me who always try to change your mind. It's taken me just so much time to get over you. Down to the place where I will see the sun again. I say, I follow the rain down to the place, and I will see the sun again. Merci vielmals. Es ist ein sehr spezieller Anlass hier. Halle Stadion, sind ihr da?
Der nächste Song heisst Long Way. It's time for waking up now, it's time to take my racks. I'm leaving my hometown now, I'm leaving with my bags. I close the doors behind me, into the hills I go. If you could only see me, cause I want you to know. It's a long way, out of my hometown, into your own town. It's a long way, out of my hometown, into your own town. I'm playing with the fairies, I'm drinking from their wine. Singing to the music, but I know it's in my mind. Don't care about the maker, don't care about the world. I'm looking for the answers while I'm walking in the dirt. I'm walking on mountains, I sail across the sea. I meet all kind of creatures and I feel you're here with me. I'm talking to the people, I ask them for the way, but they only stare at me, believe no word I say. It's a long circles, they say that I'm insane. But since the day you died, something changed in my brain. Well, it was just too much for me, I found no help in talking. Who can show me where to go? I have to keep on walking. Der nächste Song ist ein bisschen ruhiger und heisst Own the World. My yellow tram's about to stop. Mellow people getting off. Papers waving in a trench. My back's lying on a bench. People are wrapped in big black coats. Running down street like ghosts. As I'm taking in the ways of my tram that never stays. With all your memories in mind, I feel you sitting by my side. Take your headphones off, our songs never stop. You can own the world. And please don't hide your face while we trade our place. You can own the world. I'm writing down a name. I let the music fill my brain. And everything that I can see is an open-ended mystery. With all your memories in mind, I feel you sitting by my side. Take your headphones off, our songs never stop. You can own the world. And please don't hide your face while we trade our place. You can own the world. You can own the world. You
you can own the world. And there is new life in the morning. There's new hope in the day. Traumas are still burning. I remember yesterday. So take your headphones off. Our songs never stop. You can own the world. And please don't hide your face while we trade our place. You can own the world. 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 My yellow tram's about to stop, so I take my headphones off. In the sky, there is a village, and the people there are blue. I believe it's true. Up in the sky, people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky, nothing is insane, like a rocket driven plane. You can fly above the rain. Up in the sky, you just feel fine. There is no running out of time, and you never cross the line. Well, I never want to die. I'll just stop going. I want to live in the sky. Up in the sky, you can fly. You will make it if you try. In the sky, you are far away. Up in the sky, you can sing, and you can do everything. I don't mind what you say, it's true. I go into the blue. Up in the sky, there's no religion. There are no cars and no phones, and you cannot be controlled. Up in the sky, you just feel fine. There is no money making crime, but a lot of good wine. Well, I never want to die. And everybody, in the sky you can fly, you will make it if you try. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing, and you can do everything. I don't matter what you say, it's true. I go into the blue. Whoa, I go into the blue. Into the blue. I wanna live up in the sky. I wanna live up in the sky. I wanna live up in the sky. Wanna live up in the sky, up in the sky. Up in the sky you can fly, you will make it if you try. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing, and you can do everything. I don't matter what you say, it's true. Oh, up in the sky you can fly, you will make it. In the sky you are far away. Up in the sky you can sing, and you can do everything. I don't matter what you say, it's true. I go into the blue. Up in the sky. Up in the sky. Merci vielmals.
Wir sind bereits beim letzten Song. Wir wollen ganz herzlich Dankeschön sagen euch, dass ihr das möglich gemacht habt. Ein ganz kleines Team hier in Malanz, Onera AG, Centrionics. Centrionics. Danke vielmals. Und Fotograf Matthias Nutt. Merci, habt ihr geschaut. Wir waren 77 Bomber Street gewesen, live aus Malanz. Minutes left and here I'm standing. In my mind I'm reaching out for helping hands. I feel so lonely, I am broken, as I'm waiting for my life to fade away. Hours are days and weeks are years now, and in this place it seems it's time I'm standing still. And I'm still waiting for tomorrow. Why does tomorrow never come? And I'm still waiting for tomorrow. Why does tomorrow never come? Prison bars are all around me. There's so many things left to make undone. I've forgotten what it feels like to be free, to choose the way I wanna live. Hours are days and weeks are years now, and in this place it seems as time is standing still. And I'm still waiting for tomorrow. Why does tomorrow never come? And I'm still waiting for tomorrow. Why does tomorrow never come? Never come. Kaum hört man Musik, geht es einem gut, hat man gute Laune. Und das auch, wenn ihr zum Zweiten unterwegs sind. Damit jetzt aber sich niemand Sorgen macht, geht es dem Simri und dem Joe gut. Es sind okay Zweige, aber nicht perfekt. Es sind beide etwas verkältet, beide haben etwas am Hals weh. Also man weiß nicht recht, ob es Corona ist oder nicht, aber wir glauben es nicht. Also, aber jetzt vorsichtshalber haben sie gefunden, sie sind dann ein bisschen daheim. Ja, genau. Also wir machen als Band eigentlich sowieso im Moment nichts mehr, aber proben auch nicht, sind nicht zusammen im Studio und so, einfach um dort auch unseren Beitrag zu leisten, dass das unter uns und der Familie um uns herum nicht übertragen werden kann. Also wünschen wir an dieser Stelle schon mal gute Besserung heim. Und ihr, die jetzt eigentlich auch ein bisschen eine andere Situation haben, schwierig. Ihr wärt jetzt so viel unterwegs, hättet eine Show an der nächsten. Was tun ihr jetzt stattdessen? Wir sind vor allem am Songwriting machen. Und zwar nicht einmal im Studio, sondern ich bin meistens daheim und tue dann mit dem Produzenten so via FaceTime tue ich mit ihm zusammenarbeiten und mich austauschen. Du bist also der Songwriter. Wie ist denn das eigentlich? Das nimmt mich immer Wunder. Hast du irgendwie einfach eine Eingebung, eine Situation und nachher kommt ein Song in den Sinn? Oder hockst du wirklich konzentriert her und überlegst du das? Es ist mega schwierig zu erklären, weil vielfach ist es so, sind es so verschiedene Situationen, dass man eigentlich unter dem Strich kann man einfach sagen, es passiert irgendwie, irgendwann. Und man probiert, man schreibt die ganze Zeit immer wieder. Und weil schlussendlich ist ja ein Song auch einfach nicht nur etwas, wo dann gerade aus dem Herz kommt, sondern es muss dann auch irgendwie ins Herz hineingehen. Und das ist meistens, wenn es einfach ist, auf den Punkt gebracht ist, und ist meistens eben auch leider mit einem Haufen Arbeit verbunden. Also du bist aber wirklich ein sehr kreativer Mensch mit diesen Songs und diesen Titeln, die du hier schreibst. Hättest du jetzt vielleicht gerade eine spontane Botschaft an alle eure Fans daheim, die jetzt warten und nicht an eure Konzerte kommen können?
Ja, die Botschaft ist, ihr habt sicher alle mal gelernt, Blockflöte spielen oder Gitarre spielen oder Klavier spielen. Jetzt, wenn ihr daheim seid in Quarantäne, ist der ideale Zeitpunkt, um die Blockflöte vorzunehmen, die verstaubte Geige, auf dem alten Piano wieder einmal das ein oder andere Lied zu spielen oder in der Familie zusammen singen. Jetzt ist die Zeit zum Musik machen. Muss ich vielleicht zuerst den begeisterten Ausruf von Metz noch erklären, wo er sagt, ja hallo, hallo Stadion. Das hat damit zu tun, dass wir dort mal ihren Auftritt aufgezeichnet haben für die Live-Sendung «Alles wird gut». Kommen wir aber wieder zurück zu unserem Thema «Packen wir das?». Es erwartet euch noch wahnsinnig viel. Wir haben Hedgehog, mit der Kaufmann, der Malenko, der Rolf Schmid und der Philipp Gurt. Und jetzt, gerade live hinter mir, sind hier schon das Jodelquartett Rosenberg parat. Das sind drei Brüder, der Tommy, der Luzi, der Andres und mit einer Wahnsinns-Bass stimmt allerdings kein Bruder, was man auch offensichtlich sieht, der Martin. Sie hätten in diesem Jahr eigentlich gar keinen Auftritt geplant, also von dem her umso hübscher, dass sie jetzt hier bei uns auf der Bühne stehen. Kind geliebt, hab beides Freud und Leid erfahren, was junge Liebe ist und nimmt. Hab beides Freud und Leid erfahren, was junge Liebe ist und nimmt. Die Jahre sind ja gleich verronnen, gleich einem kurzen Lichteschein. Lernet überwinden, lernt entsagen, die Liebe ist ja schnell vorbei. Lernet überwinden, lernt entsagen, die Liebe ist ja schnell vorbei. Vorüber Liebe, Lust und Klagen, vorüber ist des Lebens Mai. Ja, still ist's in der Seel geworden, die Zeit der Träume ist vorbei. Ja, still ist's in der Seel geworden, die Zeit der Träume ist vorbei. Ja, lo, und
Jetzt fehlt mir ein bisschen das Klatschen, weißt du? Das ist jetzt. Komm, ich sehe dich schon. Komm, ich seh über die Schneid, ja komm, ich seh über die Alm, ja meinem du Andalitz lieb, ja weil's mich so sakrisch freut. Ja, die Welt schwarzaugig ist und gar so sauber ist, drum kehr ich so weit herüber die Schneid. Ja, die Welt schwarzaugig ist und gar so sauber ist, drum kehr ich so weit herüber die Schneid. Ja, wenn ich zum Hütte komm, da dreht sich's du Andali um. Sie hat mir das Ja-Wort gegeben, dass ich bei ihr soll leben. Ja, sie steht vor Freude grad auf und tut mir das Haustürli auf. Und ich bleib's bei ihr bis in der Früh. Ja, sie steht vor Freude grad auf und tut mir das Haustürli auf. Und ich bleib's bei ihr bis in der Früh. Ja, wenn's der Tag anbricht, ja, die Sonne durch die Stur da sticht. Ja, wenn's die Vöglein singen und die Glöcklein klingen, ja, solang's die Veilchen blühen, dürfen wir zwei uns lieben. Drum kehr ich so weit herüber die Schneid. Ja, solang's die Veilchen blühen, dürfen wir zwei uns lieben. Drum kehr ich so weit herüber die Schneid. Kann man es da wegnehmen? Muss ich musst reinreden. Das glaube besser sein. Ja. Ja, ich muss, da müssen ich gar nichts rein, möchte ich noch etwas sagen. Es ist ein bisschen speziell für uns da in dem speziellen Studio. Weil erstens einmal stehen wir normalerweise nicht so weit auseinander, wie wir jetzt tun. Also Martin zum Beispiel muss ich fast mit dem Feldstecher anschauen. Aber das sind Vorsichtsmaßnahmen, die wir natürlich selbstverständlich auch einhalten tun. Im Hintergrund, wenn man das so sagen darf, sehen wir nur Leute mit Masken an. Muss mich auch erwähnen, finde ich jetzt, weil die machen das wirklich gut. Kompliment. Und dann möchte ich noch Danke sagen natürlich auch, für dass wir da sein dürfen, für das spezielle Event. Weil, ja, man muss ja aus gewissen Situationen immer das Beste machen. Und ich glaube, das kann man schon so sagen, das haben wir sauber gemacht. Sieht gut aus. Von meiner Seite, ja. Vom Altersheim könntest du noch erzählen. Ja, erzähl genau. Gut, ja, dann erzähle ich vom Altersheim. Wir haben schon verschiedene Auftritte. Grosse, kleine, mittlere. Der grösste ist ja vielleicht bekannter Haufen. Ist im Hallenstadion. 13'000 Leute. Ein riesiges Erlebnis. Wir haben aber auch einen anderen. Wir haben mal einen Auftritt. Das war unser erster öffentlicher Auftritt. Im Altersheim zu Zitzersch. Und dort ist gerade mal eine Person losgekommen. Ist nicht enttäuschend, aber lustig. Und der ist auch noch gegangen. Ja, weil da sind nicht viel mehr heute. Ja, ein paar mehr sind schon, aber... Gut. Ja gut, also wenn, wir dann, wenn Martin da gerade schon die Auftritte anspricht, haben wir da, das ist glaube ich etwa vor einem Jahr oder so, sind wir in der Zentralschweiz gewesen, es war ein Geburtstag, und wir hätten singen sollen. Und wir haben eigentlich nicht genau gewusst, wo das ist.
Auf jeden Fall sind wir irgendwo in den Wald gefahren, das Geburtstagsfest, und wir haben dann ein paar Löhne gesehen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, ja, da ist es. Und dort sind wir auch hergegangen und haben dann gesucht, wo die Person ist, die Geburtstag hat. Und die ist dann gekommen und die haben wir eigentlich gar noch nie gesehen. Und dann hat sich dann schlussendlich herausgestellt, dass wir da am falschen Geburtstag sind. Der Geburtstag, den wir hätten singen sollen, der war vielleicht einen Kilometer weiter. Also sind wir dann, haben wir dort dann ein Stückchen gesungen, zum Besten gegeben, und sind dann schlussendlich ans rechte Fest angelangt. Genau. Ja, wollten wir wieder eins singen? Ja. Wohl, wohl. Was ist das? Was täten wir jetzt? Auf dem Berg. Auf. Auf am Bergli, da steht das Hütti. Na, beim Hütti, da steht der Baum. Und so oft ist dort vorbeigekehrt, ist oft mal spät heim. Und so oft ist dort vorbeigekehrt, ist oft mal spät heim. Fälscher sie sind. Und wer hübscher die meint, ja, desto fälscher sie sind. Oh, ja, la, oh, ja, la, oh, ja. Zum Duandal, desto größer die Freude. Und wer weiter der Weg zum Duandal, desto größer die Freude. Mm-hmm.
Dort vor am Hütti, da steht das Bänkli. Hab als Kind oft darauf gespielt. Eine Handvoll Steine, das war mein Spielzeug. Hab mich glücklich dabei gefühlt. Jo, hola, jo. Sein Liesel als Spielzeug her. Da hat das Spielen wohl mit den Steinen ganz von selber aufgehört. Jo, hola, jo. Liesel ist heut mein Weibel. Ich bin stolz drauf, ihr Mann zu sein. Dort in der Wiege schreit unser Büabel. Wir sind glücklich alle drei. Jo, hola, jo. Du hast ja gesagt, sie ist alt. Ja, habe ich gemeint, ja. Ja, hast du Bis jetzt der Andres vom Jodelquartett Rosenberg bei mir ist, machen wir gerade noch die Buchverlosung. Wir haben ja 2x2 Bücher verlost von Peter Löhmann. Die richtige Antwort war Magic Moments. Und gewonnen das haben zum einen der Flavio Godenzi und Sabrina Liesch. Ganz herzliche Gratulation. Und zu mir, ja, schau, da ist er ja schon. Hoi Andres. Guten Abend. Hey, wunderbar habt ihr gesungen. Mich hat es geschudert. Aber wie war es früh gewesen, so ohne Publikum auf der Bühne? Ja, es ist schon speziell. Also man muss schon sagen, wenn man es eigentlich gewöhnt ist, dass Leute vorne hocken mit sehr viel Emotion. Man kann den Leuten in die Augen schauen, man sieht, dass der eine läuft vielleicht eine Träne ab. Dann ist es schon einmal anders zum Singen, als wenn eigentlich... Ja, in die Kamera reinschaust und in Leute, die Masken haben, aber ja, es ist halt so, wie es ist. Und so haben immerhin eure Fans jetzt auch mal wieder gehört. Ihr hättet nämlich eigentlich jetzt Pause. Auch ohne Coronavirus würden ihr gerne nicht so auftreten. Was ist der Grund für Pause? Der Grund für Pause ist eigentlich, dass wir ein neues CD-Projekt gemacht haben. Also die Klänge sind eigentlich schon im Kasten. Die haben wir
vor dem Ganzen eigentlich noch in den Kasten gekriegt. Und jetzt verzögert sich halt, bis die CD rauskommt, verzögert sich das halt noch in den Herbst. Und darum war das eigentlich so das Kriterium, das wir gesagt haben, wir wollen nicht noch nebendran auch noch Auftritt haben, sondern wir wollen uns wirklich auf das Projekt jetzt konzentrieren. Und wer ist da bei euch der Schreiber für die neuen Lieder? Der Schreiber sind nicht wir, also wir wollen uns hier eigentlich nicht mit Freunden Federn schmücken, sondern wir haben das zusammen mit der Kapelle Oberalp gemacht. Und der Arno Jeli hat eigentlich die Lieder geschrieben, also sind nigelnagelneue Lieder. Und er hat das geschrieben und wir haben es dann probiert, so gut es geht, umzusetzen. Und ihr sind drei Brüder, plus noch der Martin, ein Kollege, der mit euch singt. Wie ist das so als Brüder? Sind ihr so klein auf miteinander am Singen? Und wie funktioniert das immer so, weißt du, beieinander und miteinander auf der Bühne? Funktioniert das gut? Das funktioniert super. Wir haben früher eigentlich viel gestritten, haben aber auch viele Lieder gesungen, eigentlich von klein auf. Und haben heute eigentlich immer noch einen wahnsinnig guten Kontakt. Und Marti ist eigentlich, wir können dem nicht einmal sagen, ein Kollege, sondern er ist eigentlich wie der älteste Bruder von uns. Er ist eigentlich, hat einen Bart, er sieht eigentlich genau tupfen gleich aus. Also wir schauen ihn eigentlich an, wie uns ein ältester Bruder. Und ich habe so das Gefühl, das ist so das Sinnbild für einen richtigen Prättigauer. Das sind die, so wie man sich das vorstellt. Ja, wer weiß. Ihr seid ja also recht naturverbunden. Du hast so wunderhübsche, naturverbundene Schuhe auch an. Gell, ihr seid alle aus also rechte Naturburschen. Wir sind wirklich für das Leben gerne sind wir in der Natur. Ja, das stimmt. Wir tun gerne unserem Hobby nachgehen, der Jagd. Tun wir alle vier. Wir gehen gerne zu Berg. Wir sind eigentlich immer für draußen. Also unser Umfeld ist eigentlich für draußen. Für draußen und singen, das sind so in dem Fall die zwei Steckenpferde. Das denke ich. Also uns verbindet natürlich noch mehr. Also ich denke jetzt so an die Probe. Ich glaube, es ist das Singen, das uns an die Probe lockt, aber auch sicher die verschiedenen Weinsorten, die wir einmal probieren können während der Probe. Das ist eigentlich auch etwas, das uns immer motiviert, um wieder zusammenzukommen. Aber ihr habt auch einen guten Flow untereinander. Also, das habe ich schon gemerkt, als ihr reingekommen seid. Ihr seid ein eingeschworenes Team, es ist lustig, ihr seid locker drauf. Ist das vielleicht also ein bisschen kein Rezept, dass das so gut und schon so lange funktioniert? Vielleicht ist das ja. Wir sagen viel zueinander. Wir haben es eigentlich wahnsinnig hübsch. Wir singen jetzt seit 2007 sind wir zusammen und wir haben so gewisse Auseinandersetzungen, aber die legen sich eigentlich sofort wieder. Und wir haben es einfach hübsch miteinander. Wir geniessen die Zeit, die wir jetzt haben. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ist, aber wir sagen, wir nehmen jeden Tag so, wie er ist, geniessen ihn und geben Vollgas. Gell, und gerade jetzt in diesen Zeiten, denkt es mir, wird einem das auch wieder ein bisschen bewusster. Geniessen und schätzen, was man hat. Und man wird auch wieder mal ein bisschen zurückgebracht auf das, was wirklich zählt im Leben. Dass man halt nicht alles sofort kann und immer sofort geht. Man tut sich ein bisschen zurückbesinnen. Kommt dir das auch ein bisschen so vor? Ja, vielleicht ist das. Wir haben zwar das Gefühl, wir haben das schon vor dem Ganzen eigentlich gemacht, das bewusste Leben. Kommt er eigentlich, glaube ich, wenn du viel in der Natur draußen bist, wenn du siehst, wie die Bäume wachsen, wie es jedes Jahr Frühling kommt, da ist einfach ein Lebenszyklus drin, wo halt alles dazugehört. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen versteht, dann ist auch diese Zeit, ja, ist vielleicht ein bisschen anders, aber es bleibt so, wie es bleibt. Ihr seid geerdet. Ganz klar, das ist in dem Fall so das. Ich glaube, das merkt man euch auch an. Ich glaube. Einer, der auch geerdet ist, du kennst ja vielleicht den Rolf Schmidt, der ist sicher auch ein Begriff. Ganz klar. Ein ganz geerdeter Mensch und vor allem auch einer, der so richtig zur Bündler Künstlerszene dazugehört. Ich glaube, der Spruch von ihm, den kennt so ein bisschen jeder. Ich glaube, ich mag einfach genau, nicht mehr. Genau, aber so weit sind wir jetzt natürlich nicht. Wir fangen jetzt gerade an mit dem Rolf Schmidt. Ich sage ihm danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Es war wunderschön zum Zuhören und auch, dass du jetzt mit mir noch ein bisschen schwätzen konntest. Freut mich super. Auch. Super. Wir und danken auch, dass wir kommen dürfen. Ja, sehr gerne. Und dann geben wir jetzt eine Bühne frei für den Rolf Schmidt. Er macht uns nämlich einen Zopf mit ganz vielen Tipps, Hinweisen und Humor. Er gehört natürlich auch zum Urgestein der Bündner Künstler dazu. Grüezi miteinander hier, also vor allem daheim. Wir
backen das, also im wahrsten Sinn vom Wort, wir backen das. Nein, ich habe mir überlegt, was machst du in dieser komischen Zeit? Ich mache einen Zopf, zeige euch, wie man einen Zopfteig macht, vielleicht ein paar Tricks, die ihr noch nicht kennen. Wir machen einen Zweiteiler-Zopf, also mit zwei Strängen. Und das könnt ihr nachher daheim ohne Problem noch machen, weil es ist unhören einfach, auch für die, die nicht so, sagen wir mal so, die Logik vielleicht nicht so im Griff haben wie ich, könnt das ohne Problem auch machen. Wir fangen an mit dem Teig. Natürlich, zuerst der Teig, oder? Da habe ich alles schon vorbereitet. Wir tun hier 500 Gramm Mehl rein. Habe ich so in so Dinge rein, die habe ich mal gekauft für etwas ganz anderes. Tun wir hier einfach in die Maschine rein. Die ist übrigens mein, haben sie heute noch geputzt, heute Mittag. Und dann kommt noch mal eins, 500 Gramm Mehl ist eben gleich noch mehr, als man denkt. Und jetzt brauchen wir 350 Gramm Milch. Normal tun ich daheim die Milch. Die Milch tun ich normal daheim ein bisschen wärmen. Das kann man hier nicht, weil hier hat es quasi nichts. Ich tue jetzt so die Milch rein. Also ich muss ja nicht alles, ich sehe es ja, gell? Gut, ist egal. Auf jeden Fall lassen wir es davon laufen. Und jetzt der Trick, oder? Da habe ich ein bisschen Zucker. Es steht auch manchmal Malz. Malz ist eigentlich nichts anderes als Zucker. Und Salz. Das warte ich ein bisschen. Dann rein. Einfach ein bisschen laufen lassen und dann erst Zucker und Salz rein. Dann nochmal ein bisschen laufen lassen. Und dann ganz wichtig, die Hefe natürlich. Und einfach ein bisschen laufen lassen, dass das Salz und der Zucker ein bisschen untereinander ist. Weil Salz und Zucker, das ist ja das, was die Hefe auffrisst, schlussendlich. Also ihr habt einen grösseren Trieb, wenn man das ein bisschen später rein tut. Mache ich das. Und jetzt lassen wir das wieder ein bisschen laufen. Ich gebe ein bisschen Gas. Und jetzt am Schluss, so nach einer Minute laufen lassen, kommt natürlich Butter drin. Und beim Butter müssen wir nicht sparen, einfach drei. Oder? Ihr könnt also noch ein bisschen mehr drin tun, als im Rezept steht. Das ist ja nur Bäcker, die das nicht dürfen, wegen dem Preis. Oder? Aber wir als Hausmänner und Frauen dürfen da ruhig noch ein bisschen etwas reingeben. Jetzt muss ich da ein bisschen grübeln. Okay, jetzt gebe ich das drin und putze es einmal ab hier. Moment. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Und jetzt wollen wir natürlich einfach ein bisschen laufen lassen. Natürlich. Also etwa 4 bis 5 Minuten muss das Ganze wirklich richtig durch. Also wir können auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Und jetzt sehe ich, der Teig klebt schon ein bisschen drin. Das darf nicht, oder? Gebe ich einfach ein bisschen weniger Gas und gebe jetzt noch ein bisschen Mehl noch rein. Dass das auch einen ganz plastischen Teig gibt. Weil das muss sich lösen von dieser Maschine, gell? Also einfach, das sehe ich jetzt hier halt nicht, aber ich sehe es ja, das langt. Also einfach, ja, noch ein bisschen, ich kann ruhig noch ein bisschen reingehen. Das ist also überhaupt kein Problem mit so viel Butter. Okay, ich gebe noch ein bisschen, einfach, weil ich nicht muss, aber einfach Lust habe, gell? Da habe ich noch ein bisschen rein. Jetzt muss ich die Maschine natürlich heben, das muss ich daheim auch immer, gell? Weil die Maschine, die reißt umeinander und am Schluss wäre sie, was weiß ich wo. Jetzt sieht das schon ganz gut aus. Also wir können hier noch ein bisschen Gas geben. Jetzt löst sich das Ganze hier schon. Hören wir, warte. Hey, hörst du so schlagen? Das ist natürlich super, wenn es so schlägt. Man sagt ja auch, Teig schlagen. Also der muss schlagen. Also der muss geschlagen werden. Ich zeige es euch nachher noch ganz genau. Jetzt gebe ich hier noch ein bisschen rein. Dass wir dann ein bisschen... Uiuiui, du, jetzt ist ja schon fast ein Trommel. Muss ja mal hören. Super. Okay, dann tun wir hier natürlich immer alles wegstellen. Also ordentlich muss sein. Also nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch sonst. Und ich habe das gelernt, gell? Früher war ich ja Bäcker-Konditor, also mehr Bäcker als Konditor. Und Konditor habe ich nie auch gerne gemacht. Aber so Bäcker, das habe ich immer auch gut gefunden, weil da hast du ein bisschen etwas mit den Händen zu tun. Und jetzt schlägt der Teig. Und schlägt. Und das geht jetzt einfach noch 4-5 Minuten. Aber ich bin natürlich nicht blöd und habe daheim. Habe ich für euch schon einen Teig vorbereitet. Der ist hier in dieser Schüssel drin. Und jetzt wegen dem Schlagen. Es ist ja so, dass wenn man den Teig rausnimmt, dann ist es eben
extrem gut, wenn man ihn einfach wirklich auf den Tisch knallt. Und immer so ein bisschen zeucht, oder? Dass er wirklich ganz, ganz flach oben wird. Und das ist natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit eine extrem gute Sache. Weißt, wenn du aggressiv bist, langsam so daheim, schlägst einfach so einen Teig, nicht die Frau, auch nicht die Kinder und auch nicht die Schwiegermutter, nichts, lasst das einfach sein, das ist blöd, oder? Aber so einen Teig schlagen, das mache ich auch gerne. Also im Moment backe ich etwa 3 Zöpfe pro Tag, gell? Dass man da auch ein bisschen meine Aggression ein bisschen wegkriegen. Und das tut dem Teig wirklich gut. Seht ihr? Und jetzt haben wir ihn geschlagen und jetzt einfach noch schön rund machen. Das ist nicht ganz einfach, aber wenn ihr gut übt, dann kommt das gut bei euch daheim. Dann ein Tüchli nehmen, das ein bisschen nass machen, ein bisschen warm nass machen und einfach über den Teig schiessen. Jetzt kann der noch ein bisschen treiben. Treiben nennt man das. Also treiben einfach Golo für die Laien daheim. Aber wir nennen das treiben. Dann haben wir da, machen wir da noch ein bisschen fertig, dass wir dann den Teig haben. Das Treiben, das dauert. Also das ist jetzt natürlich ganz schwierig, jetzt da zuzuschauen, wie das treibt. Ich habe nämlich, wie soll ich sagen, weißt, ich habe ja 3 Kinder, oder? Und also 2 von diesen 3 Kindern, die studieren und studieren und studieren. Mein Gott, das regt mich eigentlich auf. Oder? Studieren, also vor allem eine ist immer noch dran, studieren und studieren. Ich meine, in dem Alter von dieser Tochter hatte ich schon 3 Kinder, gell? Und das ohne studieren. Gut, auf jeden Fall hat sie mir jetzt gesagt, sie hat die Autoprüfung gemacht. Und ob ich so ein Occasionsauto auftreibe beim Occasionhändler bei mir, also bei uns hier oben, beim Achim, das ist ein Iraner, ein ganz lieber, da gibt's überhaupt nichts zu sagen, gell? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich zu Achim und habe gesagt, du Achim, hast du mir ein Auto für meine Tochter? Und dann hat der Achim gesagt, das fände er einen unglaublich guten Deal. Auch hier auf der Bühne, der geht im Moment, aber irgendwann lachen sie dann und klatschen auch. Da natürlich niemand, weil es ist ja niemand außer der Herr Kameramann und ich, gell? Da hinten jetzt noch Fotograf und dort hinten jetzt noch ein paar Leute, ganz junge Leute, also gesunde Leute, die da irgendwie Technik machen. Gut, dann haben wir den treiben lassen. Jetzt machen wir weiter. Ganz wichtig. Jetzt haben wir einen Teig. Wir machen ja einen Zweiteiler. Den schneiden wir jetzt ganz wunderbar auseinander. Also ihr könnt auch ein Horn nehmen, so ein Teighorn kann man natürlich auch nehmen, jetzt ein Messer genommen. Dann müssen wir 2 Stränge machen. Jetzt muss ich das hier wegnehmen, weil das ist zu klein. Und 2 Stränge, das heisst Streng, das hat mit Strangulieren gerne nichts zu tun, das heisst einfach so in der Bäckersprache Streng. Jetzt die Stränge, zuerst musst du auch ganz leicht schlagen und dann nimmst du mit den Fingern vorne, tust es ein bisschen umdrehen und mit den Daumen gehst du hinten und stossest hinten gegen vorne und mit den Fingern vorne, mit allen, drückst du dagegen. Das ist hoher schwierig zu erklären, aber es ist einfach, also wenn es gelernt hast, einfach so. Und jetzt wissen ihr auch, wieso. Ich habe das immer gerne gemacht. Jetzt wissen ihr vielleicht auch, wieso Bäcker immer saubere Fingernägel haben. Weil das ist, aber es macht nichts. Es ist nicht giftig. Ich meine, das kommt in den Ofen rein, bei 200 Grad. Oder das ist nicht giftig. Aber man muss schon mal schauen, wenn ihr so Bäcker auf der Straße oder irgendwo seht, dann später mal im Herbst. Also schau mal die Hände an, wunderschöne Hände und keine Finger, also Fingernägel schon, aber kein Dreck unter den Fingernägeln. Und so. Und das ist allein wegen dem. Jetzt tut man 1 Strang auf die Seite. Ich mache es jetzt einmal so, wie ich es gelernt habe. Das war jetzt die schnelle Variante. Da und jetzt tun wir das Ganze da, tun wir wieder treiben lassen. Nicht lang, weil Zopf. Wir haben, glaube ich, einen Haufen Fehler. Weißt, sie lassen es in der Maschine drin, treiben, dann nehmen sie ihn raus, lassen ihn wieder aufgehen, dann machen sie so streng, lassen wieder aufgehen. Nein, das ist eben nichts. Und es gibt ja so Zöpfe, die so leicht säureln. Die säureln, das ist nicht gut, wenn sie backen sind. Und das Säureln, das ist eben genau, weil man sie zu lange aufgehen lässt. Man das einfach nicht.
Einfach dort ein bisschen vorwärts machen. Nicht irgendwie von Luther Langweil, da denke ich, gehe ich noch eins trinken und so. Nein, man es nicht. Zopf muss also dabei sein. Gell? Jetzt lassen wir das treiben. Das ist jetzt halt wieder, ich weiss, also wir machen hier ein Take, heisst das. Und das ist halt ein bisschen langweilig. Das könnt ihr euch noch erzählen. Ah, übrigens, kommt mir auch noch in 10 früher, hat man so einen Witz, hat man so einen Witz in der Bachstube mir erzählt, wo ich nicht recht rausgekommen bin früher. Jetzt habe ich es langsam draussen. Es treffen sich zwei Weibärli auf der Straße und ein Weibärli hat einen Helm an. Dann sagt das Weibärli ohne Helm zum Weibärli mit Helm: Wieso hast du einen Helm an? Dann sagt das Weibärli mit Helm: Weil ich in den Stollen muss. Aha, okay, gut, dann wäre das jetzt getrieben, also ein bisschen länger kann man schon schauen, gell? Aber das ist jetzt da langweilig zum Zuschauen, wie das Zeug treibt. Dann nimmt man die zwei Stränge und dann fängt man sie anfangen lang machen. Das ist natürlich, das muss man fein machen. Also, wenn ihr eine Bäckerhand anschaut, der hat nicht nur saubere Fingernägel, sondern auch extrem saubere Fläche in der Hand. Also das muss man ganz und immer von der Mitte gegen außen rollen und rollen, rollen und rollen. Gell? Das braucht ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Geduld. Und da kommt man ein bisschen auch zu sich selber wieder. Das ist auch ein schönes, also, ein schönes Gefühl, so ein Teig. Das ist ja ein Lebewesen. Also, sobald man Hefe reintut, ist das ein Lebewesen. Ja, ja, das ist nicht einfach eine tote Materie wie anders. Nein, Teig, das lebt wie blöd. Wenn das los würdest, oder? Also ganz langsam von innen nach außen drehen. Also rollen, nicht drehen. Scheissdreck. Rollen. Rollen und rollen. Jetzt setzt hier, so siehst du, es hat so ein paar so also Striemen drin. Das ist nicht so gut, aber es ist halt einfach noch schwierig hier auf dem Scheisstisch. Aber sie haben sich wirklich umgegeben. Also es ist auch schön, auch der Strauch hier. Sieht schön aus. Also, gut schön. Haben wir gesehen, die alle nicht mehr so schön aus nach 3 Wochen daheim. Dann haben wir gleich lange Stränge. Stränge nennt man das. Und jetzt tut man den ersten nehmen und halbieren. So. Und jetzt wird es unkompliziert. Zum Erklären ist das extrem kompliziert. Also man nimmt der rechte Strang und tut es über den hier legen. Dann nimmt man den linken Strang und tut es über den rechten legen. Und immer in die Mitte rein. Also wieder der rechte rein, der linke über den rechten. Oh, warte mal, das stimmt etwas nicht. Moment, das stimmt nicht. Ja, also ich weiß es nicht, stimmt. Die haben extra zum Schauen, ob ihr es merkt. Natürlich stimmt es nicht. Also man nimmt den linken und den rechten in die Hand und drüllt den einmal in der Mitte und legt den beim rechten zweiten Strang her. Dann nimmt man natürlich wieder beide und oben durch den rechten und unten durch den linken. Immer das Gleiche, oder? Und legt ihn wieder zum linken. Dann nimmt man den wieder und oben durch und unten durch. Und immer über das Ding, also über den rechten Teil. Dann nimmt man den linken und den rechten wieder und dreht ihn wieder immer oben. Der linke ist immer oben und der rechte ist immer unten. Wenn du es mal umgekehrt machst, dann stimmt sehr schnell etwas nicht. Gut, dann nimmt man das wieder. Und, dann nimmt man. Also dann haben wir, warte mal, jetzt bin ich durcheinander, dann haben wir, also jetzt haben wir, wenn du mal ein Durcheinander hast, dann musst du einfach wieder von vorne anfangen. Da gibt es nichts. Also wir nehmen das und machen das Gleiche, immer oben durch, dann oben durch, dann oben durch, dann oben durch und so weiter, bis am Schluss, da ist dann einfach noch so ein bisschen das Geknäuel, gell? Und jetzt hast du eigentlich schon der wunderbare Zopf. Siehst du? Ein ganz schöner Zopf, finde ich. Jetzt gibt es da noch einen Trick. Warte, ich muss da noch ein bisschen abtropfen. Jetzt gibt es da noch einen Trick. Das Ganze könnte man jetzt noch, wenn man zöpfelt, könnte man das Ganze, man kann es auch so schon machen, man kann ganz leicht mehlen, ganz leicht, dass er nicht zu fest ineinander reinklebt. Weil nachher
hast du eben den wunderschönen Zopf, der auseinandergeht. Gell? Also einfach ein bisschen mehlen, spielt überhaupt keine Rolle. Dann tust du es auf einem Blech drauf. Und dann, wie vorher, einfach nochmal ganz kurz zudecken. Und wir in der Baschu hatten so einen Gärschränk gehabt, also das war ganz flutschnass wie in der Sauna. Hat man dann den reingetan, natürlich ohne Tüchli, aber daheim hast du nicht einfach so einen Gärschrank. Dann nimmst du einfach immer das lauwarme Tüchli und du hast irgendwo herstellen, wo es ein bisschen warm ist. Und die ganze Geschichte ist eigentlich mehr oder weniger erledigt. Jetzt lassen wir das halt wieder treiben. Und treiben. Jetzt haben wir wieder so einen Moment, gell, wo einfach nichts läuft, außer Kamera. Also vielleicht noch, warte mal, kommt man da vielleicht. Vielleicht noch schnell. Wissender, das Gegenteil von einem Seehund. Gut, das ist jetzt noch schwierig ohne Publikum, aber du noch mal überlegen, da heißt das Gegenteil von einem Seehund. Nein, keine Wildkatze. Auch keine Meersau. Das sind einfach die Antworten, die ich an mich kriege. Nein, es ist eigentlich nichts anderes als ein blinder Hund. Es ist immer schön, wenn ich selber lachen muss. Aber das ist gut so. Es ist halt jetzt einfach so eine Zeit, wo man sich ändern muss, Veränderungen. Jetzt lassen wir den treiben. Ich habe jetzt hier noch schon einen Zopf vorbereitet, der ja schon getrieben ist, oder? Also der sieht ja dann schlussendlich öppen so aus. Also wahrscheinlich ist er noch ein bisschen grösser. Also man kann ihn wirklich lang treiben lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt streichen wir den Zopf, wenn wir den gemacht haben. Warte, ich muss da schnell abtupfen. Ich lege jetzt nicht mehr draus. Nein, mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das macht man da. Also, das machen Bäcker also manchmal. Aber das machst du einfach nicht. Also, ein bisschen Vertrauen muss jetzt das Publikum auch haben. Oder der Kunde auch haben in der Backstube, wenn er am Morgen kommt und sagt, er will einen frischen Zopf und irgend so ein Tüchli. Gut. Okay, ja, ich mache es nicht. Schau ihn so nebendran. Also, jetzt tust du den Zopf mit Ei. Also, ganzes Ei, Eigelb. Dann nimmst du noch das Weiß, also musst du also Eigelb und Eiweiß, eben ein Ei, mein Gott. Und dann schüttelst du da, also tust das mit einem so Pinsel tust da irgendwie umrühren. Genau, umrühren. Dem sagt man auch schlagen. Und ein Trick wäre noch, das habe ich jetzt so gemacht, noch ein bisschen Salz rein tun, weil dann löst sich das Eiweiß ein bisschen auf. Gut, dann streichst du so einen Zopf an. Warte, ich zeige es euch vielleicht so. So sieht es doch das schön aus. Dann streichst du den Zopf an und jetzt musst du einfach schauen, dass da nicht zu viele so Eier reingehen. Weil das klebt dann eben auch zusammen und er reißt nicht so schön auf. Einfach ein bisschen aufpassen. Das tust du hier überall wunderbar mit dem wunderbaren Eigelb fast schon mit dem vermischten Weiß, wo man hier nicht sieht, tust das bemalen. Und da gibt es eben auch einen Trick. Eigentlich kannst du jetzt grundsätzlich den Zopf nochmal etwa so vielleicht 5 Minuten irgendwo liegen lassen. Also noch ein bisschen geht, spielt überhaupt keine Rolle. Und dann, als er wirklich einen schönen Glanz kriegt, streichst du ihn einfach nochmal an. Also machst du einfach zweimal. Hast ja Zeit. Vor allem jetzt hat man ja extrem Zeit. Auch nachher, hoffentlich, haben wir ein bisschen Zeit. Gut, dann kommt das weg. Tun wir den mal hier drauf. Putzen. Ich habe eben nur ein Tüchli. Aber ich brauche das nachher nicht mehr. Es geht direkt in die Wäsche daheim. Jetzt kommt der Zopf beim vorgewärmten Ofen bei 200 Grad. Etwa 45 Minuten in den Ofen rein. Und 200 Grad ist Ober- und Unterhitze. Kommt er in den Ofen rein. Und ich habe jetzt da heute Morgen natürlich einen schon vorbereitet für euch. Ich habe den nur etwa 40 Minuten drin. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Ab 40 Minuten musst du einfach aufpassen. Du musst nochmal in den Ofen hineinschauen und einfach schauen, dass das noch gut kommt. Oder? Jetzt habe ich da schon einen vorbereitet. Das ist der hier. Der glänzt jetzt nicht wahnsinnig, weil ich habe den mit Heißluft gemacht. Und mit Heißluft
er kommt schön, aber er ist irgendwie, glänzt er nicht auch gut. Also mit Ober- und Unterhitze hat er einen Glanz drauf, das könnt ihr euch gerne vorstellen. Also mit dem Glanz kannst du dich schon fast rasieren, schminken oder frisieren. Das wäre ja jetzt gerade in der heutigen Zeit noch wichtig, dass man sich gut frisiert, weil Coiffeure haben ja leider zu. Der Zopf sieht etwa so aus nach etwa 40 Minuten. Ein wunderschöner Zopf mit ein bisschen mehr Butter drin, wo wir gesagt haben, für den Samstag, Samstagzopf, Sonntagzopf. Also man kann ihn auch Montag oder Dienstag machen, je nachdem, wie ihr halt Lust habt. Also ich tue den einmal hierher. Und jetzt habe ich euch etwas noch vorbereitet, weil alle, wo, keine Ahnung, die jetzt noch ein bisschen mehr Fantasie haben, dass irgendein so einen Zopf machen, können natürlich ausprobieren, wie blöd, oder? Gewisse andere Sachen machen. Ich habe für euch heute einen Corona-Zopf gemacht. Und das ist so einer. Ich tue ihn mal hierher. Corona-Zopf, rund, das ist ein viersträngiger, also nicht nur zwei, wie wir jetzt hier gemacht haben, sondern vier. Das ist das so kompliziert, da bin ich selber fast nicht rausgekommen, das könnte ich gerne nicht erklären. Das ist unmöglich, hör mal auf. Jetzt der Corona-Zopf, der sieht natürlich erst rund auf. Da habe ich mir überlegt, wie machst du da die Krone, Corona, oder? Das ist ja ein Krone-Dings. Jetzt habe ich mir hier Lollipop gekauft. Stecken wir doch die mal ein bisschen rein hier. Das ist doch eine wunderbare Überraschung, vor allem für Enkel. Also, ja, wir müssen das halt über das Haus geben. So, vielleicht noch so einen da rein. Der Corona-Zopf von mir. Okay, ich glaube, das wäre es soweit. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Mehr will ich auch nicht mehr sagen. Also ich könnte jetzt noch ganz viele andere Zöpfe machen, Dinkelzöpfe und süße Zöpfe und so, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag einfach nicht. Aber wir mögen noch, ich hoffe, ihr seid noch voll dabei. Jetzt sind wir auch auf Facebook live. Also herzlich willkommen an dieser Stelle allen Zuschauern auch auf Facebook. Bei mir sitzt ein Urgestein von Bündner Musikszene. Malenko, schön, dass du da live bei uns dabei bist. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke. Du hast jetzt heute, du bist nominiert als Bündner Künstler vom Jahr beim Bündner Music Award. Hat nicht ganz gelangt. Ist das für dich Weltuntergang? Nein, also zuerst einmal herzliche Gratulation an Pascal. Ich verfolge seine musikalische Karriere schon seit Jahren. Er geht mit einer brutalen Kompromisslosigkeit durch das ganze Business und er hat es voll verdient. Herzliche Gratulation. An dieser Stelle auch von uns herzliche Gratulation, Pascal. Aber du bist schon so lange dabei. Also ich kenne dich noch von Unguru-Zeiten. Ska-Musik. Hast du jetzt mal so als junger Bursch eigentlich schon ein bisschen mit dem Country geliebäugelt? Ja, mit dem Country, mit dem alten Blues, mit dem Rock'n'Roll. Ich bin aufgewachsen mit dem Elvis. Meine erste Kindheitserinnerung ist an Elvis-Platten. Es war immer schon in mir, die Musik, ja. Ist das ganz speziell das erste Lied, das du wirklich vor Country-mässig geschrieben hast? Wie war das so? Der Umstieg. Ja, ich weiss, es war nicht speziell. Ich habe dann einfach irgendwie so den Wechsel dann vollzogen. Aber ich hatte immer schon so Schnittmenge zur Country-Musik, wo ich noch ganz anders musikalisch gedacht habe, wo ich noch ganz andere Songs geschrieben habe, in anderen musikalischen Genres. Also Nashville bist du in dem Fall auch schon gewesen? Nein, bin ich noch nie gewesen. Es ist mir einfach ein bisschen zu heiß. Ich muss jetzt aber schauen, dass ich mal im Winter gehen kann. Aber leider nicht dieses Jahr und wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Du bist auch immer beschäftigt. Du hast ein neues Album, du hast dann wieder neue Lieder. Was läuft aktuell gerade? Corona-Zeit, daheim, man hat viel Zeit. Ja, eben, man hat wirklich viel Zeit und ich nutze die Zeit einfach auch,
an mir zu arbeiten, an meinem eigenen Produkt zu arbeiten. Es ist auch immer der Ansporn, ich glaube, von allen, von mir im Speziellen, um immer besser zu werden. Und jetzt ist genau die Zeit da, man weiss auch als Künstler, dass es so Krisenzeiten wirken immer extrem befruchtend dann auch für einen Künstler. Und das merkt man auch, das merke ich auch bei den Geschichten, die einem jetzt zufliessen durch die ganze Krise. Dass, ich bin überzeugt, dass wird irgendwann wird das einfach, wird das Veränderungen geben in der Kunst oder auch in den Songs, die geschrieben werden, aber auch in der bildnerischen Kunst. Also, und da bin ich ganz dran, jeden Abend. Wirklich? Und merkst du das jetzt auch selber ein bisschen, die Veränderung, die du angesprochen hast, bei deinen eigenen Liedern? Ja klar, man ist natürlich als Musiker immer auf der Suche nach Geschichten, vor allem ich. Und jetzt fliessen einem wirklich so viele Geschichten zu, durch die Krise halt. Leider nicht so wahnsinnig viel schöne, aber ja, Musik ist schon immer ein Abbild von der momentanen Situation und jetzt geht es halt nicht so gut, aber wie gesagt, das Außerordentliche führt dann in der Kunst halt vielfach auch zu außerordentlichen Projekten oder auch außerordentlicher Kunst. Ein Lied von dir, das gefällt mir besonders gut, «Face to Face with a Bear», wenn du gerade sagst, es könnte so Geschichten zu einem. Ist das auch etwas, was du erlebt hast? Ja, das habe ich tatsächlich erlebt. Die Begegnung mit einem Schwarzbär, unerwartet. Ich bin sehr verschrocken. Ich war am Grillieren, habe so Lachs grilliert in Kanada, hatte auch ein Bier, hier Grillzangen, dann ist so 3 Meter an mir, läuft ein Schwarzbär vorbei. Und ich hatte das Glück gehabt, dass er mich noch ängstlicher anschaut, als ich ihn. Und hat dann meinen Lachs, hat er mir mein Leben gelassen und ist dann einfach weitergelaufen. Und ich bin sehr froh gewesen und habe dann einfach gedacht, boah, jetzt bin ich Auge im Auge mit dem Bär gewesen. Und ich musste einen Song machen, es ist gar nicht anders gegangen. Ja, das ist auch cool. Also kann man dir aber auch davon ausgehen, bei deinem Lied «One Woman Man», dass du einfach eine extrem treue Seele bist. Ja, hinsichtlich meiner Frau schon. Sonst im Leben geht es immer drauf und drab, aber sie ist die Konstante. Und das, ja, der Titel sagt das auch, ja. Das braucht es auch nicht mehr, gerade so in der Künstlerszene drin. So gewisse Konstanten in der Ja, also das Zeit. Ist ja nicht so gang und gäbe in diesen Künstlerszenen, dass sie so eine treue Seele sind. Aber wie ich jetzt, aber wie gesagt, ich bin wirklich... Sonst bin ich also Lebensansichten oder Kunstgattungen oder Gesellschaftsphänomen bin ich nicht so treu. Aber hinsichtlich dieser Frau bin ich es schon viele, viele Jahre. Oh, das ist schon schön. Ganz schön. Du hast jetzt zum Beispiel auch noch musikalisch wieder neue Sachen geplant. Gell? Wir haben kurz darüber geredet, du bist jetzt am Liederspiel, aber hast du auch irgendwo vielleicht eine Auskunft geplant, dass du wirklich mal auf Nashville oder so nochmal das Genre wechselst? Nein, also Nashville ist halt schon, man denkt immer, wenn man Country denkt man an Nashville. Aber Nashville ist wirklich der Ort, wo der stark kommerzielle Country läuft, auch produziert wird, wo wirklich der Stadion Country, ich sage mir immer George Bush, Donald Trump Country und das ist genau das, was ich nicht mache und auch nicht will und wenn, dann gehe ich schon auf Nashville, aber ich gehe ins Umland, ich gehe in wirklich die Alternative Country Sachen schauen, auch die Blues-Sachen mir reinlosen, auch inspirieren. Das werde ich sicher machen. Ich werde auch in Mississippi baden. Das ist klar. Und ja, das ist ein grosser Traum. Und es ist auch, ja, jetzt auch schon ein Stück näher gekommen, weil ich auch mit gewissen Songs auch dort schon gespielt worden bin und auch von dort gute Kritiken gekriegt habe. Als Europäer. Das ist immer für einen. Das ist ganz speziell, ja. Es ist wirklich speziell. Und ich bin auch sehr stolz, weil es gibt im Gegensatz zu da, gibt es ja in den Staaten nicht mehr als Country-Sachen. Es ist so. Herr Nitze, weißt du, einfach mal so, man hört immer den Begriff Roots-Musik. Mhm. Jetzt sind wir hier voll, der Crack ist und in der Musik drin, dann sagt einem das ganz sicher etwas. Aber sonst, was umfasst denn das eigentlich alles? Ja, Roots, das heisst ja, das sind ja die Wurzeln. Und Roots-Musik, das ist eigentlich die Musik, die
die Wurzeln ist von der gesamten amerikanischen Musikkultur. Also das sind Zeiten, wo eigentlich der Blues und der Country und der Folk noch eins waren, wo sich Schwarz und Weiß noch Tür zu Tür gelebt haben, gewohnt haben und zusammen Musik gemacht haben. Und wenn man dort geht, ein bisschen forschen, dann sieht man, dass eigentlich die ganzen Akkordfolgen vom Blues sich praktisch nicht unterscheiden von den Akkordfolgen vom Country. Das ist dann erst die Aufsplittung, Blues ist schwarz, Country ist weiß. Das ist erst in den 30er Jahren gekommen, wo es dann ein bisschen kommerziell geworden ist, wo es dann in den Radios gespielt worden ist. Und dann hat es halt schwarze Radios gegeben und es hat weiße Radios gegeben. Aber wirklich ursprünglich, noch im vorletzten Jahrhundert, ist das praktisch eins gewesen. Ja. Ja, jetzt, das ist jetzt mal so erklärt, dass wirklich man lernt noch etwas, wenn man da wunderbar zuhört, ganz gut. Ja. Und vor allem, also deine Stimme ist ja wie gemacht für Country. Das ist schon mal ganz klar. Ich höre sie wahnsinnig gerne. Das danke geht mir so richtig rein. Und du bist zwar nicht live jetzt bei uns, weil, wie gesagt, wegen Corona-konform, Social Distancing, müssen wir uns daran halten, dass wir auch nicht viel Künstler über die Bühne lehnt heute Abend. Aber der Malenko war vor ein paar Tagen bei uns. Ich bin so dahin geschmolzen. Super cooler Sound. Und eben ihr könnt jetzt live auf der Bühne, aber ungeschnitten, unbearbeitet. Einfach Blut und gut. Danke vielmals. Yes, I've tried to climb the highest mountain, tried to sleep on highest tree, tried to flee from the devil, who is going after me, and he's armed with the arms of a giant, he's the emperor of Shadow's land. And out of his lips, colored with blood, sounds the song of Mr. Charles Manson. Be my sail, take me out of the flood. Take my body, take my blood, shows what you got. What I believe is my own free will. The way I go, my own free will. My own free will. My own free will. So I start again. Try it will I. Pray to Jesus. Stand on my side. And the silence sound through my ears. Draw the curtain over ivory white. Be my sail, take me out of the flood. Shake my body, shake my blood, shows what you got. What I believe is my own free will. The way I go, my own free will. The life I choose, my own free will. The way I go, my own free will. My own free will. My own free will. Kings or world leaders in the center of power, why do they all look away? So I have to climb on highest tower, free falling to this place where I will stay. But in my casket filled with flowers, devil comes with me on my lost way. What I believe is my own free will. The way I go, my own free will. The life I choose, my own free will. The way I go, my own free will. 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 Merci vielmals. Und wir wechseln gerade zu einem wunderbaren Folksong.
Er ist so beständig wie unsere Berge. Und so handelt er dann auch vom König ohne Krone. Der Berg, den ich sehe, wenn ich bei mir daheim auf dem WC sitze und zum Fenster ausschaue. Er ist so beständig wie das Wasser, das oben runterfließt. Und ja, wie soll ich sagen? Hier habe ich mir ein Lied gewidmet, genau dem Berg. Ich sage jetzt aber nicht, wie er heisst. Sondern besingen ihn einfach King without a crown. King without a crown, firm a plan and on my ground. You rule my life to the sound of a tambourine. You're full of charity when you're looking down on me. Before you disappearing in the clouds, standing up to court you favor all the day. Running far through the valleys between the hills. You have ever been there? Answer from anywhere. You're a part of it all. You're the help that I call. King without a crown, you're the lighthouse over town. Guidepost of forever along our ways. I always pray for grace and that you show me a trace or a sign that leads me to your wisdom. I was walking in the marks you have left in the sand. I was hoping for your wisdom on every way I went. Dressed in a garment of the morning light, covered with millions of tears. And my tears can be dry from a low mountain breeze. King without a crown. King without a crown. King without a crown. When the rain is falling down, I watch the downfalling streams of water. I climb the highest peak, try to hear the words you speak. Words that nobody can understand. All right. Our wounds shall be healed. Our love shall be sealed. Do we ever hear your wise and ancient world? And my tears can be dry. Spiral constantly moving, moving to the peak of a dream spoken by the sun. King without a crown. Tell you friends, I walked alone over dirty and dusty street. Together with my new best friend, my God's replacement, LSD. So I live on the roof in Baton Rouge, where I stand up on a air. Neither Mississippi nor Mark Twain, but I'm your one woman man. So shoot me for the story in this bar in St. Louisville.
My waitress, she was nearly naked, and my body full with its red sprangled pills. But I was too drunk and that something happened. But throughout in a van, neither Mississippi nor Mark Twain. But I'm your one woman man. But I'm your one woman man. So is it just 2,000 Jesus freaks? One of them the designated drama queen. But she was in love with a mysterious person and married with codeine. But short of their amateur, she was crucified by the Ku Klux Klan. Neither Mississippi nor Mark Twain, but I'm your one woman man. Neither Mississippi nor Mark Twain, but I'm your one woman man. 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 Merci vielmal. Nächster Song heisst Venus Shell, was so viel meint wie Venusmuscheln. Alright. He ordered the white sea, but you were always mine. You were the voice of a storm, horizon as a line. You've tried to find the pearl in the ocean. Hear the siren sing, I love you with all my devotion. And the sea always remain. The good I see is ascending, born in a Venus shell, dropped me out of hell. Alright. The tears of a phoenix will heal this terrible hurt. And now love was born by the waves. Since the early days, one thing I know, one thing I know, is that you were with a flow, and at the coast of nowhere, nowhere, you rise up from the dead. The good I see is ascending, and born in a Venus shell, wrapped in pearls and covered with gold, but you held me out of hell. The good I see is ascending, no, 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 born in a Venus shell, dropped you help me out of hell. Alright. Then I saw her sitting there, being a shell in a womb. She lets her eyes wander across the sea, but I have lost this lost charm. The good I see is ascending, no, 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 born in a Venus shell, dropped in pearls and covered with gold, but she held me out of hell. And then I saw her sitting there, being a shell in a womb. She lets her eyes wander across the sea, but I have lost this lost strong.
What I have lost is lost charm. Venus Shell, merci vielmal. Und ich denke, ich muss noch bringen, der erste und einzige Coversong vom heutigen Abend. Für meine Verhältnisse, wie ich Covers spiele, ist er relativ neu. Das Original, meine ich, stammt aus dem sagenhaften 1954. Aufgenommen worden ist in Memphis, Tennessee, von Sam Phillips. Elvis Presley. That's alright, Mama. Well, that's alright, Mama. Well, that's alright with you. Well, that's alright, Mama. Well, any way you do, well, that's alright. Well, that's alright. Well, that's alright, my mama. Any way you do. Well, mama, she don't show me. Well, papa don't show me too. But son, that girl you fooling, well, she ain't no good for you. Well, that's alright. Well, that's alright. Well, that's alright, my mama. Any way you do. Well, that's alright, mama. Alright. Leaving town, my baby, leaving town for sure. Then you won't be fooling with me hanging round that door. Well, that's alright. Well, that's alright. Well, that's alright, my mama. Any way you do. Well, that's alright, mama. Oh, well, that's alright, mama. Well, that's alright with you. Well, that's alright, mama. Well, any way you do, well, that's alright. Well, that's alright. Well, that's alright, my mama. Any way you do. Well, that's alright, my mama. Any way you do. Well, that's alright, my mama. Any way you do. That's all right, Mama. Und der nächste Song, ich sage immer, zu jedem Song gibt es eine Geschichte. So auch zu dem eine besondere, heisst Face to Face with a Bear. Das ist die wahre Geschichte von meiner Begegnung mit einem kanadischen Schwarzbär. Ich muss einen Song darüber schreiben und da ist er, Please Enjoy. Right on chimes on Horseshoe Bay, the island welcomes us with a smile. Sun is shining near Sunshine Coast, our homeland for a while. At first we all live in a Namo town, on the inner island northward. We left Miller's Landing behind and take a look at high and snowy mountains. Well, I can't tell you it's so fantastic standing face to face with a bear. And black and brown and so majestic standing face to face with a bear. Face to face with a bear. Logging trucks are passing by on the inner island road. Never felt so wild like a homeless child on a place I've never been before. And when I'm on my way to Barclay Sound,
Well, to stop at Euclid Harbor, following the salmons to their spawning ground. If they left the Pacific coast, yeah, yeah, well, I can't tell you it's so fantastic standing face to face with a bear. And black and brown and so majestic standing face to face with a bear. A face to face with a bear. There's only one promise that I can keep, and I got to travel back. If I will go once again, I'm never coming back. Rainforest deep, the sky is not in sight. Before I visit Chofino sunrise, I walk along the ocean side. As long as the tide is out, yeah, yeah, well, I can't tell you it's so fantastic standing face to face with a bear. And black and brown and so majestic standing face to face with a bear. A face to face with a bear. A face to face with a bear. Schön, face to face with a bear. Und der nächste Song ist auch schon der letzte Song. Heißt Tangerine Man, was so viel meint wie Mandarinchen Mann. Er ist Schweizer Radio und Fernsehen gewählt worden als bester Country Song, der nicht aus den Staaten kommt. Und es gibt Millionen davon. Und nicht aus den Staaten kommen, selbstverständlich. Ich habe wahnsinnig Freude. Tangerine Man, es ist die Ode an der Churer Wochenmarkt. Es freut mich wahnsinnig, den heute Abend als Letzten hier für euch zu spielen. Ciao zusammen, hat mich wahnsinnig gefreut. Mr. Matt Malenko, Tangerine Man. Tangerine Man. You're still standing here. Your market stand display is the best fruits in town. You're all over the place. Everybody smiles in your famous face. Tangerine Man, where are you from? You're speaking your rhymes on the streets at every single day. You're standing at the same place all over the years. Nobody knows who you really are. Who's sitting next to you in your market car? The taste of your peers, the flavor of your Italian plums. Jerry stock like Al, your grapes are the better ones. Berries, berries, berries for the old town. 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 All right. Man, what is your right name? With your market stand display is the best fruits in town. Standing at
the same place all over the years. Everybody smile where you really are. You're sitting next to you in your market car. Apples red like blood, peaches nectarine, sunny sweet. Berries for the old town, fruits for anybody's need. Berries, berries, berries for the old town. 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 So schön war gerade nochmal ein Kandidat vom Bündner Music Award. Der Reto Kaufmann ist bei mir per Skype im Studio verbunden. Er hat nämlich die Rubrik gewonnen, Song of the Year, mit dem Lied «Blau». Herzliche Gratulation, Reto. Sehr cool. Wie fühlt es sich so an? Ja, sehr gut. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir das Jahr wieder gewonnen haben. Und dann auch noch so klar. Also, auch an dieser Stelle danke vielmals an alle, die für mich gewotet haben. Das ist echt krass, ich freue mich mega. Der Titel, den du mir gewonnen hast, ist das Lied «Blau». Das ist ganz ein ganz spezielles Lied, auch speziell entstanden. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, das Lied ist eigentlich entstanden, weil ich durch einen Film inspiriert bin, der heisst «Blau ist eine warme Farbe». So geht auch der Refrain einfach auf Schweizerdeutsch. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen. Und ja, es ist, ein Film, wo es um eine Liebesgeschichte geht und sehr echt dargestellt ist und mich sehr berührt hat. Und nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich gerade den Song geschrieben. Du warst vor ein paar Tagen bei uns. Wir haben aufgezeichnet, dein Konzert. Ganz coole Sache. Nur leider das Lied «Blau» ist nicht mit dabei im Repertoire. Könntest du das mal so ganz kurz, fein anspielen für uns, von deiner Stube aus? Ja, das kann ich schon. «Blau» ist eine warme Farbe, das weiss ich, seit ich dich gesehen. Im Fontanapark, in dem blauen Meer. Ich vergiss das nie mehr, ich vergiss dich nie mehr. Vergiss mich, vergiss mich, vergiss mich.» Wunderschön, hey. Danke vielmals, Reto. Feier das noch richtig. Das ganze Lied kann man sonst überall hören, auf jeder Plattform, Spotify oder auf YouTube. Und jetzt haben wir aber durch das gleich noch einen kleinen Home-Einspieler gehabt, was wir hier eigentlich nicht haben wollen. Aber es hat sich gelohnt, so haben wir das einmal gehört. Danke vielmals. Feier du noch deinen Sieg und geniesse es. Ich nehme aber auch im kleinen Rahmen jetzt. Keine grosse Party, oder? Genau, ja. Ich bin auch daheim. Ich bin zu meinen Eltern geflüchtet ins Damiental und jetzt hier in den Bergen schon seit fast einem Monat. Und ja, das gibt eine gemütliche Runde heute Abend, aber schön. Hey, dann geniess es noch. Danke vielmals, hast du dich noch dazu geschaltet. Genau. Merci vielmals. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt das Konzert von Kaufmann auch noch an, das wir aufgezeichnet haben. Es gibt irgendwie keinen anderen, der so eine Wahnsinnsmischung zusammenkriegt aus Melancholie, gleich Beschwingtheit und handkehrum auch wieder so ein bisschen Schwermütigkeit. Hören wir rein. Musik.
Es gibt 10'000 Floskeln und 9.999 von denen hat es sicher jemand irgendwann schon mal gesagt und sich nichts dabei überlegt. Und dass es dir dann wieder besser geht und dir ist einfach leid, das alles bringt den Scheiß. Es gibt 10'000 Floskeln übers Leben und wie man's leben soll. Aber die Wunde nicht halt weg aus deiner Angst, nicht zeigt, du bist so ein armer Kaib. Und du sagst immer nein und du kennst 9.999 Floskeln, aber das ist nicht nein, das ist nicht bloß heiß. Ich will nur, dass du dich für einen Moment unendlich fühlst. Das ist zwar nur ein einfaches Lied, und es ist mir egal, wenn ich mich mit dem blamier. Ich will nur, dass du dich für einen Moment nicht einsam fühlst. Genau darum sing ich dir jetzt da das Lied, dass du kannst vergessen, was um dich herum passiert. Dass du kannst vergessen, was um dich herum passiert. Und zum Sagen, dass ich dich lieb. Okay. Doch ich weiß nicht, wo ich, ja, ich laufe, laufe und ich kann's nicht los. Ich lauf mit mir mit, ey, ich lauf mit mir weit. Ich weiß nicht, wer du bist, doch du sagst, es ist sie. Es ist Zeit, wir können jetzt nicht warten. Ist es weit, ich kann's kaum erwarten. Du nimmst meine Hand und du langst sie ganz zart. Ich weiß nicht, wer du bist, doch du sagst mir, wer. Wissen's genau, es ist nicht so, wie im Traum uns wachsen keine Flügel mehr. Und wir wissen's genau, es ist nicht so, wie im Traum uns wachsen keine Flügel mehr. Hey. Über Berge laufen, über Felder und
und au. Über Scherben mir laufen und laufen kilometerweis. Bis zum Ende, bis zum Schluss, bis zum Bara. Ja, hallo miteinander. Wir sind Kaufmann, das zweite heute hier für euch im Spielen. Ja, wir haben ein paar Liedli für euch dabei. Das war gerade Paradies gewesen. Ein Lied, das wir nicht veröffentlicht haben, aber schon lange eigentlich gibt. Und ja, jetzt spielen wir ein Lied, das auf unserem Debütalbum König von der Nacht drauf ist. Wo wir relativ selten live spielen. Gerne aber, wenn wir das zweite spielen, live spielen. Spielen. ja, das heisst Engel oder Teufel. Auf den Spuren von der Wahrheit löst sich der Nebel auf, was sie gestaut hat in diesen Jahren. Meine Sehnsucht, deine Fehler, die ich gesucht habe. Dir. Auf der Suche nach mir selber breitet sich ein Schatten aus. So dunkel, es wird nicht heller. Muss es wehtun, brauch ich mehr Mut, aber du gehörst doch zu mir. Ist das ein Teufel, der mich verführt? Ist das ein Engel, der mich zu Tränen rührt? Ja, ist das der Teufel, wo mich verführt? Ist das ein Engel, wo mich zu Tränen rührt? Wir haben den Wunsch nach Zweisamkeit, tief in den Wäldern, wo der Traum niemals endet, von dem ewigen Glück ist vorbei. Das ist es gesehen. Ist das ein Teufel, der mich verführt? Ist das ein Engel, der mich zu Tränen rührt? Ja, ist das der Teufel, der mich verführt? Ist das ein Engel, der mich zu Tränen rührt? Das Lied nur für dich hast du dir gewünscht. Jetzt ist es da, ein Lied voller Schmerz, ein Lied voller Fragen. Der nächste Song ist wieder einer von unserem Album, das wir rausgebracht haben. Ist auch als Live-Version auf der EP, die wir letzten November rausgegeben haben.
Der Kühlschrank ist leer und der Song heisst Norwegische Krone. Viel Spass! Vollmond am Himmel, psychedelic rocket Zirkus zählt. Wir liegen am Boden, das Gefühl, dass wir uns gefunden haben. Und du sagst mir dann, I enjoy every single second with you. With you. Blonde Engel, das alles geht so schnell vorbei, bin ich bloß dein Siebvertrieb und ich küsse dich im Sonnenschein. Und ich hoffe so sehr, du fühlst dich, wenn ich dich an der Norwegische Krone gefunden habe, zu Zürich, irgendwo. So sagen sie mal, ist die Münze nicht? Nein, das ist sie nicht. Die Münze ist falsch. So, wenn du sie liebst, rühr sie wieder weg. Ich habe eine norwegische Krone gefunden, Zürich, irgendwo. Merci vielmals für den Applaus. Wir hören fürs jetzt Zuhören. Ja, fürs Zuhören und für den Applaus. Wir haben noch einen Song übrig und das ist ziemlich sicher der bekannteste Song für uns. Das ist die erste, allererste Single, die wir rausgebracht haben. Und der Song heisst Lisa. Thank you.
Es ist schon März, es liegt immer noch Schnee auf der Straße und auf den Bäumen. Genau da würde ich das letzte Mal sehen, abgesehen von meinen Träumen. Jede Nacht, du spielst ein bisschen du schaust mich an. Doch jeden Morgen, wenn ich verwach, bist du weg und es verriest mich fast. La 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 Lisa, ich weiß es doch genau. Oh, oh. Du kommst nie mehr wieder zurück zu mir, ich schiebe Krise. Ich muss dir sagen, es tut immer noch weh. Habe ich denn eigentlich kein anderes Problem? Es ist schon März und es liegt immer noch Schnee. La 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 Lisa, ich weiß es doch genau. Oh, oh. Du kommst nie mehr wieder zurück zu mir. Ich schiebe Krise. Das wäre es von uns. Wir sind Kaufmann. Tschüss zusammen. Und wir sind hier bei Graubünden Live auch schon wieder im letzten Live-Act angekommen. Hinter mir, ihr habt es vorhin kurz gesehen, hat sich schon Hedgehog parat gemacht. Oder zumindest ein Teil davon, der Sandro, Entschuldigung, Sandy und am E-Piano heute einmal Premiere, gell? Der Boris, der mitspielt. Wir sind extrem gespannt. Und vor allem haben wir eben auch noch News. Wir haben hier eine Premiere auf der Bühne, ein Lied, das sie spielen werden, das vorher noch niemand gehört hat. Frisch rausgekommen ist das. Und zwar so frisch, dass der Name dafür erst vor kurzem gegeben hat. Vor so 2-3 Stunden ist der erst festgestanden. «Im Regen» heisst der Titel. Ich bin nicht schon gespannt drauf. Aber natürlich auch auf den Rest von euch. Ich überlasse euch die Bühne. Ich bin immer noch da.
Es ist dunkel, kein funkelnde Sterne, kein Mond. Alles verschwunden, alles ist tot. Ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Weltlaubene Licht beim letzten Vulkan, grad noch erwischt. Der letzte Sonnenstrahl auf deine Haut, auf deine Haut, auf deine Haut trifft. Es macht mir gern nüt und du so, als wär nüt, kannst alles verbrennen. Aber ich bin unsterblich, ich bin unsterblich, ich bin unsterblich. Es macht mir gern nüt und du so, als wär nüt, kannst alles verbrennen. Aber ich bin unsterblich, ich bin unsterblich, ich bin unsterblich. Denn wenn die Welt nimmer dreht und der Wind nimmer weht, wenn das Lächeln verletzt, der Sinn nimmer siehst, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Wenn vor Scherben strahlst ohne Schuhe an den Füßen, Felder begehst, egal wie du bemühst, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch da. Wenn die Lavan erlischt, beim letzten Vulkan grad noch erwischt, der letzte Sonnenstrahl auf deine Haut, auf deine Haut, auf deine Haut trifft. Es macht mir gern nüt und du so, als wär nüt, kannst alles verbrennen. Aber ich bin unsterblich, ich bin unsterblich, ich bin unsterblich. Oh. Es macht mir gern nüt und du so, kannst alles verbrennen. Aber ich bin unsterblich, ich bin unsterblich, ich bin unsterblich. Vielen Dank euch, vielen Dank an den Boris, an den Kies. Wunderschönen guten Abend. Hedgehog, wir sind jetzt da und wir spielen für euch zwei, drei Lieder. Ich hoffe, euch gefällt das. Wir haben eine riesen Freude, dürfen wir. Und wir kommen gerne mal mit einem neuen Lied. Und ja, wünsche euch viel Spass. Im Regen lass mich stehen. Du laufst einfach weiter, es interessiert dich nicht einmal. Und du gehst, ich träg dir alles noch an. Und bin gar am Verzweifeln, du hast alles mit dir genommen. Wir wissen selber aus Erfahrung, wir vermissen es. Versenden Kuss, Smileys und so lange SMS. Ich will doch sonst keine finden und nie was Besseres als die. Will nur die in meinem Bett und ziehst mir Decke weg. Auch wenn alles schmerzt, ist alles echt, ist alles süß. Es scheint nicht immer so, nein, Paradies. Wir haben so viel probiert, so Baby ist doch nicht dabei.
Doch wir verschwenden unsere Zeit. Bin voll in Love, in so versoffen, immer wieder krochen. Los mal, bin aber 1000 Meilen mit dir. Ich sehe Spuren schon verschwinden, es verblassen unsere Bilder. Aber die Narbe bleibt für immer, macht das Ganze noch viel schlimmer. Und du gehst, im Regen lass mich stehen. Du laufst einfach wieder, es interessiert dich nicht einmal. Und du gehst, ich träg dir alles nach. Und bin gern am Verzweifeln, du hast alles mit dir genommen. Weiss, ich krieg die Finger nicht von dir und du von mir ist recht nicht. Und deine Daten krieg ich niemals aus meinem Gedächtnis. Muss nicht deinen Namen tätowieren, dass du bei mir präsent bist. In jeder Song, wo ich kreiere, thematisiert Erlebnis. Du siehst uns grinsen auf Fötterli und Fenster. Strahlst wie eine Prinzessin, sie verblassen fast schon sie versucht. Aber die Story inszeniert, Kamera und Licht. Wir in Glauben sind unsterblich und wir bauen uns. Man sagt, ich baue dir das Paradies und hol dir einen Stern. Erforschen zusammen die Galaxie, bis wir dann zusammen sterben. Ich merke, dass wir mit jedem Schritt uns immer mehr entfernen. Ich hätte gekippt, hättest was gesagt, heute noch quäl mich selber. Und du gehst, im Regen lass mich stehen. Du laufst einfach weiter, es interessiert dich nicht einmal. Und du gehst, ich träg dich. Alles mit dir genommen. Alles mit dir, 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 alles, alles, alles. Alles mit dir, alles mit dir, alles, alles mit dir, alles mit dir, alles, alles mit dir, alles mit dir, alles, alles, alles. Heute schreie ich meine Sorgen weg. Ich denke an dich in deinen Tag. So was wie die haben ich noch nie erlebt. Und ich wär heute nicht da, wenn du nicht wärst. Alles mit dir, alles mit dir, alles, alles mit dir, alles mit dir, alles, alles mit dir, alles mit dir, alles, alles. Und ich wär heute nicht da, wenn du nicht wärst, wenn du nicht wärst. Und du gehst, im Regen lass mich stehen. Du laufst einfach wieder. Und du gehst, zeig dir alles noch. Und bin gern am Verzweifeln, du hast alles mit dir genommen. Sehr schön. Ich hoffe, es geht euch gut. Alle, die zuschauen, guten Abend. Heute zusammen. Hallo. So, wir bringen ein bisschen gute Laune in eure Stube. Los! Ba 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 da ba da. Ba 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 da ba da. Ba 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 da ba da. Ba 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 da ba. Ba 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 da ba da. Ich bin mir mehr bis Luftgitarre. Ich bin mir mehr bis Luftgitarre. Ich bin mir mehr bis Luftgitarre. Ey ja, sie ist immer super drauf, sie ist gut in Shape und top. Sie lacht den ganzen Tag und trägt irgendeinen Pop-Song. Jeder Mann dreht sich nach ihr, doch es interessiert sie gar nicht. Sie wird jede Misswahl gewinnen, sie ist everybody's darling. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ich komm einfach mal her, einfach mal her. Ja, denn wenn ich die Snacks mag sehen, pack ich dich an. Ich klipp dir in Asch und züch die Herren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, doch ich komm einfach mal her, einfach mal her. Ja, denn wenn ich die Snacks mag sehen, ruf dich an. Komm und spiel mit mir bis Luftgitarre. Ba 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 da ba da. Ba 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 da ba da. Ba 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 da ba. Ba 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 da ba da. Spiel mit mir bis Luftgitarre. Spiel mit mir bis Luftgitarre. Spiel mit mir bis Luftgitarre. 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 Und sie ist immer voll entschlossen. Ich nicht da dir an den Weg. Sie ist so eine Puppe und zeigt gern, was sie hat. Du triffst sie auf der Party, ist immer so sympathisch, betrunken. Das letzte Mal wäre mir fast, fast, das letzte Mal wäre mir fast verschwunden. Baby, weißt du, du bist Mutter,
meine Schaufensterpuppe. Puppe, du bist so eine Blume, deine Duft ist so fein. Baby, wirklich, du bist one of the kind. Du bist Mutter, Mutter, bist Mutter, Mutter. Meine Schaufensterpuppe, Puppe, greifen nach den Sternen, es ist ein Knurrkummer da. Ich kann dir nicht widerstehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komm einfach mal her, einfach mal her. Ja, denn wenn ich dein Snacks mag seh, pack ich dich gleich. Ich klüpp dir in Nass und züch die Herren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komm einfach mal her, einfach mal her. Ja, denn wenn ich dein Snacks mag seh, ruf dich an. Und komm und spiel mit mir bis ba-ba-ba-ba-ba-ba. Luftgitarre, weiß nicht wie hoch es ist, doch spring zusammen mit den Klippen ab und schwimm gerne mit der Splitternacht bis Mitternacht. Oh Baby, ba 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 da ba da. Spiel mit mir mit's Luftgitarre, spiel mit mir mit's Luftgitarre, spiel mit mir mit's Luftgitarre, Luftgitarre, Luftgitarre. Danke vielmals. Sind schon ein bisschen Mitleid, wenn das so leislich ist. Danke vielmals, merci. Es stehen auch viele Leute hinter der Kamera da, sprich, es hat jenste Techniker, Moderatoren, Helfer, überall. Und ja, ich finde das voll lässig, was ihr hier machen und auf die Beine gestellt habt, spontan. Und ja, wir hätten noch einen Song für euch. Mir ist egal, was du weißt, ist egal, was du trägst. Du hinterlässt Narben, wenn wir uns sehen. Immer wenn wir uns sehen. Es sind die wunderbaren schönen Zeiten. Ich hoffe, es bleibt für ewig, auch wenn du eine Droge wärst. Psychodelisch, du bist Miller, Jack, Jäger und Bacardi. Und wenn du ein Auto wärst, Bugatti. Du hast Lippen so wie Angelina. Und wenn du ein Model wärst, ich glaub. Ich glaube, du wärst Hollywood, Miss Hollywood. Du bist mein Herz, meine Liebe. Es eskaliert, wenn wir uns sehen. Immer wenn wir uns sehen. Mir ist egal, was du hast, ist egal, was du trägst. Du hinterlässt Narben, wenn wir uns sehen. Immer wenn wir uns sehen. In meine schwarz-weiße Welt bringst du wieder Licht und du bringst Farbe, wenn wir uns sehen. Immer wenn wir uns sehen. Ich leiste gern keinen Widerstand, wir sind seelenverwandt. Du bist mein voller Akku, Baby, du bist Schädelmetall. Du bist Taste vom Klavier, Note von dem Lied. Du bist Poesie, Poetry, unzensiert. Du bist makellos, ohne irgendwelche Fehler. Du bist Luft zum Leben. Baby, du bist, du bist, du bist, du bist. Ich hab dir immer schon mal wollen sagen. Du hast Lippen so wie die Angelina. Und wenn du ein Model wärst, ich glaube, du wärst Hollywood, Miss Hollywood. Baby, du bist mein Herz, meine Liebe. Es eskaliert, wenn wir uns sehen. Immer wenn wir uns sehen. Mir ist egal, was du hast, ist egal, was du trägst. Du hinterlässt Narben, wenn wir uns sehen.
immer, wenn wir uns sehen. In meine schwarz-weisse Welt bringst du wieder Licht und du bringst Farbe. Danke vielmals. Vielen Dank. Und euch daheim einen ganz schönen Abend. Und tschüss zusammen. Bis bald. Richtig sentimental war jetzt das noch. Aber ich bin froh, sie gehen jetzt noch nicht, haben sich nicht wirklich verabschiedet, sind auf dem Weg zu mir, kommen nur. Noch letzte Mikrofonchecks. Sandy, Sandro, das ist so sentimental, das sind so Balladen. Sind denn ihr ein Liebespaar? Nein. Also wir sind ein musikalisches Liebespaar. Selbst immer, ja. Ja, selbst immer. Und vielleicht also zu Anfangszeiten, da hat es auch nie geknistert, wenn man da so herzschmerzend singt. Auch nicht, okay? Nein, ist gut. Und wie habt ihr euch denn musikalisch gefunden? Oh Jesus Gott, ja, wir haben eigentlich schon seit Jahren immer wieder mal, wenn wir uns wieder im Ausgang gesehen haben, gesagt, wir machen mal etwas zusammen. Ja, und dann irgendwann hat es dann funktioniert, so wahrscheinlich noch etwa 6 oder 7 Jahre. Ich war nur lange auf der Suche nach einer Sängerin gewesen. Und es gibt ja auch viel, aber es muss irgendwie harmonieren. Und dann haben wir uns im Ausgang eigentlich einmal kennengelernt, aber das ist eben sehr lange her. Und dann herausgefunden, dass beide Musik machen. Und dann haben wir uns dann irgendwie auch durch Bekannte natürlich, die auch Musik machen und Produzenten, haben wir uns mal gefunden. Und seitdem lassen sie nicht mehr gehen, weil ja, es ist einfach so, vor allem die ruhigeren Sachen. Und so, da hast du einfach gewonnen, wenn sie singt, weil sie macht das viel besser, als ich das mache. Und ich glaube, wir ergänzen uns recht gut. Also, und harmonieren in dem Fall auch, das merkt man auch auf der Bühne. Voll. Also da ist es nochmal anders, als natürlich, weil du hast gerne kein Feedback vom Publikum, nicht, dann kannst du ein bisschen mit dem Publikum flirten. Und jetzt machen wir es halt einfach zwischen uns, dass wir wenigstens ein bisschen ja, untereinander ein bisschen der Flow haben. Genau. Ja. Aber ist jetzt Adrenalin eher höher, tiefer gewesen, so ohne Publikum und ohne ganze Band hinten dran? Ich glaube, im ersten Moment bei mir eher höher. Also ich bin vorher schon ein bisschen nervös geworden, weil eben man hat so kein direktes Feedback. Das ist halt speziell. Dann da die lässigen Dinge, die mir ständig rausgehen. Aber es ist eigentlich ziemlich schnell vergessen gegangen. Wir haben uns gut, also ich habe mich gut können ablenken durch ihn. Ja, geht mir gleich. Also, eben, es ist ein eine spezielle Situation. Wir sind immer nervös vor einem Auftritt, aber du hast jetzt halt fast kein Feedback, wirklich auch vom Monitoren nicht. Darum, wir sind da, wie soll ich sagen, sicher beide nervös, aber irgendwann merkt man, wir kommen rein und dann funktioniert es in der Regel gut. Und eben, wir haben das erste Mal das neueste Lied gehört, im Regen, exklusiv da. Wir haben fleissig gehört. Ja, das ist auch so. Wir haben einfach gedacht, erstens einmal, weil es eine super Sache ist, wir haben selber recht gleiches paar Konzerte müssen absagen. Und ganz ehrlich, wir spielen jetzt einfach seit einer Zeit etwa die gleichen Nummern, logischerweise, also seit knapp 2 Jahren. Und wir haben viel Neues. Wir haben auch nicht nur Balladen, neue Sachen. Auf die Schnelle ist jetzt, es ist ein bisschen rassigere Balladen, die Neues im Regen. Wir haben einfach gedacht, komm, jetzt bringen wir mal etwas Neues. Das ist einfach auch mal, ja. Dann sind wir einfach auch glücklicher irgendwie in dem Moment. Und der Song kommt sicher als nächstes dann bald einmal raus. Aber darum haben wir auch den Namen noch müssen irgendwie definieren oder so. Aber man denkt, für euch ist das doch. Also für uns ist es etwas Lässiges, wenn wir die Möglichkeit haben. Und, ja. Also uns hat es riesig gefreut. Und riesig gefreut hat mich auch, als wir das Ganze auf die Beine gestellt haben und die angefragt haben. Du hast sofort gefunden, hey, finde ich coole Sache, bin ich dabei. Bist du immer so ein bisschen Bauchmensch? Ja, ich glaube, die beste Entscheidung
Fell ein anhand vom Bauch. Aber es ist halt so, gell? Wir haben natürlich eine Band, die normalerweise kommen mit Schlagzeuger, Gitarrist, aktuell dann noch mit Keyboard. Dann bist du irgendwo natürlich eingeschränkt. Sprich, ich muss halt die Meinungen reinholen von allen. Nur weil ich dann der Bauchmensch bin und sie. Wir sind noch eher für alles zu haben. Und nachher muss man dann natürlich ein bisschen absprechen untereinander. Ist da jeder auch dafür. Und jetzt, heute sind wir natürlich freier gewesen, als wir das sonst sind, weil die Möglichkeiten sind begrenzt. Wenn wir da noch Schlagzeuge und alles herschieben, dann bist du dann irgendwo auch, hast ein unheimliches Gestellage auf der Bühne. Und, wir jetzt in diesen aktuellen Zeiten war es schwierig gewesen, wahrscheinlich. Ja, vor allem auch die Abstände dann einzuhalten. Dann genau. Zusätzlich darum haben wir gedacht, wir machen jetzt wirklich so eine abgespeckte Version. Aber es ist auch für uns eine Premiere. Also es ist nicht so, dass es Keyboard ist Premiere. Eigentlich seit gestern haben wir die Songs geschwind geübt und dann haben wir es heute gemacht. Also lauter Premieren haben wir jetzt hier gehabt. Oh ja. Und mit Premieren geht es jetzt auch weiter. Ich weiss nicht, sind ihr Leser? Lesen, Literatur lesen, vielleicht Philipp Gurt. Das war jetzt ein bisschen ein plumper Übergang, okay. Mir ist gerade der 50 Gramm, ich habe es gerade gemerkt. Ich habe einfach gelächelt und so. Das ist immer gut im Zweifelsfall. Wir lesen gerne. Lesen gerne, ja. Doch, Premiere geht es nämlich jetzt hier bei uns gerade weiter. Ich danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Wirklich schön zu zuhören für uns. Danke auch. Und weiterhin ja, viel Erfolg, wenn es dir wieder zu und her geht auf der Bühne. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, merci. Und bei uns geht es noch literarisch zum Abschluss. Das macht mich sentimental, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war jetzt so schön den ganzen Abend. Zum Schluss gibt es jetzt noch eine Lesung. Und zwar ein neues Buch stellen wir vor. Das ist «Bündner Albtraum» von Philipp Gurt. Und übrigens könnt ihr so ein Buch jetzt auch noch gewinnen. 3 Exemplare davon, handsigniert. Und dafür müsst ihr aber noch eine Frage beantworten. Und zwar: Wer ist die Ermittlerin in dem Roman von Philipp Gurt? Ich gebe jetzt natürlich einen kleinen Tipp. Die Ermittlerin, die kommt auch schon in den letzten 4 Romanen von ihm vor. Also wenn ihr es wisst, Antwort über Facebook GR Live und 3, die die Antwort richtig haben, überkommt in so ein Buch. Und Philipp Gurt, ich habe ihn getroffen, leider auch nicht heute live, aber im Vorfeld haben wir miteinander können schwätzen über Skype und er hat so ein bisschen dazu über erzählt über sein neues Buch, wie das entstanden ist und überhaupt, ob man Auto als Autor hier in der Schweiz überleben kann. Wir schauen jetzt einmal rein und im Anschluss gibt es dann auch noch die Lesung von Nikolaus Schmidt. Ja, eigentlich würde Philipp Gurt jetzt bei mir hier im Studio sitzen, aber wegen einer Erkältung und auf Rat vom Arzt machen wir jetzt halt ein Skype-Interview. Hallo Philipp, schön bist du jetzt gleich dabei. Wie geht's dir? Ja, hallo Miriam, ja, danke vielmals. Ich bin natürlich auch lieber in eurem super professionellen Studio. Ich habe ja auch gesehen, schon im Vorfeld, was ihr da alles produziert. Es ist ja wirklich, kann man sagen, High-End-Technik made in Graubünden. Und darum bedauere ich es gerade nochmal. Aber immerhin können wir jetzt die modernen Kommunikationsmittel nutzen und freue mich, dass wir so miteinander reden können. Gell, jetzt geht es so. Apropos Studio, ich verbringe jetzt gerade recht viel Zeit hier im Studio. Du hast das Jahr wahnsinnig viel Zeit hinter dem Computer verbracht. 3 Bücher hast du allein bis jetzt rausgebracht. Das aktuellste gerade jetzt. Bündner Albtraum heisst das. Wie bist du so wahnsinnig kreativ das Jahr? Also man muss ja sagen, es sind 3 Bücher bis jetzt rausgekommen, sind das 4. kommt ja dann noch im Herbst. Jetzt zurück zu den ersten 3. 2 davon sind ja wieder neue Ausgaben von alten Titeln, die aber nicht im Emons Verlag sind. Das ist Bündner Fleisch und Bündner Irrlichter, die vorher aber Insomnia geheissen hat. Und diese Titel haben wir komplett neu überarbeitet, was auch viel Arbeit war, und in neue Covers gesteckt. Und jetzt sind es quasi mit der neuesten Schreibtechnik von mir frisch auf dem Markt und freue mich darüber. Ist Überarbeitung nicht sowieso fast noch anstrengender als Neuschreiben? Ja, es war mühsam, muss ich jetzt ehrlich sagen. Vor allem die Bücher waren ja schon ein paar Jahre alt und ich habe sie ja damals in meinem kleinen Literarikum-Buchverlag herausgegeben. Und mit dem Erfolg von ihm und habe ich gemerkt, dass die Nachfrage gross ist auf die Bücher und habe die aber selber gerne so beliefern. Und darum habe ich dann die Bücher in einer professionellen Art und Weise eben durch den Emons Verlag nochmal neu auflegen dürfen. Und jetzt eben gerade aktuell, gerade jetzt frisch rausgekommen, «Bündner Albtraum». Das ist der 4. Roman, meinte ich, mit der Giulia de Medici in der Hauptrolle drin. Was hat dich so fasziniert an dieser Person?
Auch die Giulia de' Medici hat, ja, ich sage es wirklich, ein bisschen Knall. Sie ist ein bisschen Spezialistin im Sinne. Man hat sie sicher gern. Sie ist eine taffe Kriminalpolizistin oder Ermittlerin für die Kantonspolizei Graubünden. Aber sie hat auch sehr viele persönliche, ich sage jetzt mal Special Effects, wo sie auf der einen Seite sicher sympathisch, man kann mit ihr mitfühlen, auf der anderen Seite ist sie auch ein bisschen allein, obwohl sie sehr schön ist, sehr erfolgreich ist, ist sie vielleicht wirklich auch als Produkt für ihre Schönheit, wo sie auch mit Einsamkeit treibt, weil sie mit dem Ganzen auch wenig kann umgehen. Sie ist eine Aussenseiterin, wo sehr der Fokus auf ihre Arbeit legt und alles andere in ihrem privaten Leben, ja fast inexistent ist, drückt sie an den Rand. Und sie beschönigt es ja selber immer wieder und so ist sie fast ein bisschen eine pathologische Figur. Jetzt ganz kurz die Handlung vom neuen Buch, aber ohne zu viel verraten. Wir hören ja noch einen Auszug aus dem Buch. Genau, wenn man sich so vorstellt, drei Berlinerinnen wollen eine Alp bewirtschaften in der Schweiz. Und sie schlägt auf die Alp nur dahin rauf, im Val Schons oder eben in die Val Schons oder wie auch immer es heißt, ich sage mal in Schams. Und sie übernimmt dort eine grosse Alp und werken dort. Und wie es halt in der Schweiz noch üblich ist, ist leider so, dass das Alppersonal aus den Einheimischen nicht mehr so kann rekrutiert werden und wirklich, oder leider, halt viel ausländische Hirte hat, viel aus Italien oder eben aus dem Deutschen und eben auch Aussenseiter und Aussteiger. Und die drei Berlinerinnen gehen mit unterschiedlichen Geschichten auf den Berg. Es ist, jede hat so ihre Eigenheit, da merkt man dann geschwind einmal. Aber man stellt dann auch schnell einmal fest, dass sie in der Alp nicht so allein sind, wie sie vielleicht denken. Vor allem, wo dann eine schlechte Wetterfront wochenlang die Alp im Griff hat, passieren dann die ersten Morde. Spannend. Hey, und jetzt gerade, das ist recht düster, das Ganze, die Geschichte. Wie kommst du auf die Idee? Ja, es kommt immer so darauf an, Düsternis hat dann auch viel Licht. Wenn ich über Düsternis schreibe, schreibe ich auch sehr viel über Licht. Das heisst, man hat auf der einen Seite die wunderbare Landschaft von Graubünden. Ich liebe Graubünden, ich liebe Berge, das ist so, geht einem das Herz auf. Das schreibe ich. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du über einen Krimi schreibst, geht es nicht auch ohne einen Toten oder eine Vermisste oder eine traurige Geschichte. Aber ich versuche auch in der Schönheit von der Natur und in der Schönheit und der Kraft von der positiven Einstellung von jedem Mensch versuche ich auch immer das Licht zu suchen. Es ist auch immer eine Suche nach dem Licht, nach dem Überlebenskampf. Und ich dann auch reflektieren, die tiefgründigen, feinfühligen Gefühle rauszuschreiben, rauszurecherchieren und dann ein Gesamtbild zu geben. Aber wirklich so Geschichte selber, was denn dort passiert, Handlung? Kommt dir das, wenn du zum Beispiel jetzt gewandert bist auf die Alp oder hockst du da her und überlegst dir, was könnte drin halt sein? Also das ganz Krasse, was ich eigentlich mache, wo viele nicht glauben, ich nehme einfach mal ein leeres Papier in Word natürlich und fange an zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Buch gibt. Ich fange wirklich einfach mal an, plötzlich ist eine Dame, merke ich, okay, die ist auf der Alp, welcher Alp könnte sie? Gehe ich vielleicht googeln, was passt. In Engadin bin ich mit drei Jahren schon gewesen, also will ich in Chams einmal gehen. Okay, Chams kenne ich nicht so gut, gehe ich mal schauen, was gibt es dort. Okay, nur dein passt. Gut, die Nacht passt gut. Also habe ich mal die Alp, die Dame. Und was macht ihr? Mach gut. Ich fange mal mit schlechten Wetter an. Ich versuche mal die Stimmung von einer Alp einzufangen. Im Regen, wenn es trieft, wie Kühe so, mit einem schweren Grinder dort stehen, ist im Regen stehen. Okay. Und dann weiter. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Und voll so, spontan. Ja, voll spontan. Ich schreibe Kapitel um Kapitel. Und darum habe ich jetzt auch ganz, ganz selten oder bis jetzt noch nie von einem Leser erfahren, dass er hat müssen erfahren, wer tätig ist, bevor das Buch fertig ist, weil ich es ja selber nicht weiß. Das ändert dauernd im Buch. Also ist es ja für dich selber immer spannend, um den ganzen Roman zu schreiben, was dir dabei rauskommt. Genau, weil ich weiß gerne, wo es mich hinführt, das Buch. Also manchmal wechselt der Täter oder die Täterin 5-6 Mal und plötzlich denke ich, ja komm, nein, weißt du was, das wäre viel besser und ich schreibe es dann auf die andere Art. Und so entwickelt sich das Buch und ist auch für mich spannend. Und es ist so eine Eigendynamik drin, ich mache kein Plot, nichts, ich mache kaum Notizen. Und plötzlich gibt es eine Wendung im Buch, oder es ist auch schon passiert, dass ich einen Schreibfehler gemacht habe, also einen Namen falsch geschrieben, und plötzlich habe ich gedacht, oh, da können wir einen Namenstausch machen, wo mir passiert ist, kann ja auch dem Leser passieren, und habe eine Namensverwechslung gemacht, und das hat niemand gemerkt, und so habe ich beispielsweise den Leser dann ein bisschen hinter das Licht führen. Und dazu probiere ich halt auch immer die Spannung mischen mit tiefen Gefühlen, mit Emotionen.
Und wenn du jetzt schreibst, wie stelle ich mir das vor? Hockst du da morgen am 7. Leist ja, hockst an deinen Bürotisch und schreibst bis um 12 Uhr noch vom halb zwei an wieder? Oder fließt das einfach? Das kann man eben nicht so. Also schreiben, ich sage so, schreiben fängt eigentlich dort an, wo man nicht schreibt. Also wenn ich jetzt mit dir rede, dann habe ich Eindrücke von dir als Person und vielleicht kann ich es von etwas wieder verwenden in einem anderen Buch. Wenn ich in die Post gehe, wenn ich an den Waldrand gehe, dann sammle ich ja Eindrücke und dann siehst du vielleicht plötzlich eine alte Frau, wie sie mit ihrem Hündchen umgeht und dann fängst du an reflektieren über die Person und denkst, okay, was bedeutet echt das Hündchen für die alte Frau? Vielleicht ist das ganze Leben und prompt, das ist mir nämlich passiert, ist in Triebjagd, eine Rentnerin ist vorgekommen, die ein altes Hündchen hat, der Mann ist ja schon lange gestorben und die Geschichte mit dem Hündchen und der alten Frau hat eine Rolle. Und das Hündchen symbolisiert dann ihre Einsamkeit, weil der Mann ist weg. Sie hat den Hund witzigerweise tauft wie ein Mann, den sie nicht so gerne hatte, und der Hund leidet darunter. Also so, das ist jetzt ein bisschen makaber gewesen, aber so findest du es im täglichen Leben. Und dann sieht sie, ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Tagen grilliert, Fleisch grilliert und inzwischen, während ich die Würste umkehren bin, habe ich den Laptop holen, habe ich es nicht beschreiben. Es ist mir so spontan, ich habe nicht mehr können warten. Es war ein Eintrag in Facebook über die Flugzeuge. Wir haben wieder mal in den Himmel geschaut und gemerkt, hey, es hat plötzlich so ein starkes Bedürfnis gehabt, über das Verschwinden der Flugzeuge ein kleines Anekdote zu schreiben mit einem blauen Foto, mit einem Foto vom blauen Himmel. Und das hat einfach rein. Also ich habe kein Zeitfenster so gesehen. Ja, aber und wenn du aber mal drin bist in der ganzen Geschichte, im Ablauf, dann musst du dranbleiben oder verlierst du vielleicht auch den Zusammenhang oder hast du das immer präsent, während du dann in der Geschichte am Schreiben bist? Ich nehme an, das schreibst du dann gleich nicht gerade in einem Zug, die ganze Geschichte. Nein, das kannst du nicht. Das geht über Wochen, Monate hinweg. Also manchmal musst du einfach Ruhe lassen. Entschuldigung, wegen meiner Verkältung habe ich mich ein bisschen verschluckt. Manchmal hocke ich dran und denke, oder nein, ich bin jedem Buch, wenn ich dir verrate, hocke ich dran und denke, Scheiße, in das Baby an die Wand gefahren. Ich komme nicht weiter. Ich habe keinen Plan mehr. Ich bin ideenlos. Es ist langweilig. Ich denke, oh mein Gott, wer will das lesen? Das passiert mir bei jedem Buch. Und dann musst du es rüberlassen. Dann musst du es rüberlassen. Dann musst du mit dem Kind shooten oder musst selber irgendetwas ganz anderes machen. Manchmal geht es Wochen sogar. Und manchmal ist es so, dass du wirklich denkst, hey, es geht nicht. Und plötzlich denkst du, hey, stimmt, das könnte noch sein. Und dann geht es weiter und dann verhebt der Fluss wieder und dann musst du wieder anfangen. Darum, es ist kein Konstruieren von meiner Geschichte, sondern ein Erfühlen. Und wenn es nicht geht, geht es nicht. Also dann schreibe ich nicht. Ich schreibe oft ganze Woche nicht. Okay. Ganze Woche nicht, auch zwei Wochen nicht. Und dann kann es einfach sein, dass die beste Zeit am Morgen um 5 Uhr, wenn ich verwache, ich bin früh aufstehe, dann habe ich immer den Laptop neben dem Bett, dann schnalle ich mir den aufs Deckbett und dann schreibe und dann hörst du Vögel aus der Schweiz, es wird langsam hell. Das ist wunderbar. Also könnte man jetzt eigentlich sagen, während dieser Corona-Zeit daheim ist für dich alles wie es aus Auto, du ja eigentlich dann auch aufstehst und schreibst am Morgen früh? Ja, außer dass natürlich Kinder daheim Schule haben, das ist natürlich etwas anderes und man darf oder muss sich ein bisschen anders bewegen. Ihnen fehlt ja der ganze Sport und Pausenplatz und alles. Und ich habe mich jetzt eigentlich dafür, da ja meine Frau Lehrerin ist, habe ich mich dafür gekümmert, dass ich dann genug Bewegung habe im Garten, rumspringen, shooten, so. Und sie hat dafür die Schule übernommen, was ich für mich und für Kind besser ist. Teamwork. Aber sonst kann man oder verdienst du deinen Lebensunterhalt mit Schreiben? Kann man das in der Schweiz? Nein, das kannst du nicht. Also das ist der Irrtum, den so viele Leute haben, auch wenn ich jetzt von der letzten Auflage schnell einmal 10'000 Bücher wegverkauft habe. Das ist nicht, das ist so vielleicht wie in der Musikbranche, auch die Zeiten, wo man reich geworden wäre, auch als DJ oder als Musiker, die Margen sind so klein, du müsstest so viele Bücher verkaufen, was du nur von dem leben kannst. Aber man macht sein Bestes, sage ich jetzt einmal so. Aber im Moment sind ja sowieso alle Buchläden zu. Das merkst du natürlich gewaltig. Klar, online hat zugenommen. Aber es ist halt wirtschaftlich sicher eine schwierige Zeit. Aber mental und emotional habe ich nicht so einen Stress. Du bist jetzt aber schon wieder dran am nächsten. Genau, das ist. Ich gebe jetzt gerade ab, eigentlich übermorgen. Das ist Helvetia 1949, das erscheint am
20. September. Und das ist der zweite Fall vom Landjäger Caminada. All die, die das Buch Helvetia 1947, quasi auch ein Top-Bestseller geworden ist, darf man so sagen, gerne kein. Das ist, geht, die Geschichte geht weiter als zweiter Fall im Herbst. Spannend. Bevor wir jetzt aber in den Herbst gehen, bleiben wir noch ein bisschen beim aktuellen Buch. Und zwar hören wir jetzt daraus. Es wird vorgelesen, allerdings nicht von dir. Warum eigentlich? Ja, ich tue all meinen Zuhörern jetzt oder Zuschauern jetzt einen grossen Gefallen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Nicolas Schmid, er ist Schauspieler, professioneller Schauspieler. Er kann auch professionell vorlesen. Und mein Vorlesen ist, ich sage jetzt mal gerade, wenn er der Papst ist, wäre ich der Dorfpfarrer. Also es ist einfach wirklich gewohnheitsbedürftig, auch wenn es von Herzen gekommen ist. Man hat so gerne in der Südostschweiz mal geschrieben, dass es ein bisschen etwas vom Fremdschämen hege, wenn man mir zuhört. Und ich muss sagen, die Kritik kann ich verstehen. Ich kümmere mich um das Schreiben und der Nicolas Schmid dankenswerterweise um das Vorlesen. Dann hören wir jetzt rein, was auf dieser Alp sein Unwesen treibt. Eins. Die Weite der baumlosen Moorlandschaft der Alp Nordain lag verhüllt in dichte Nebelschwaden. In der Windstille hingen sie auch weiter oben fest, um die kronengleich erhabenen, schroff gezackten Felswände der über 3000 Meter hohen Grauhörner, als stünde die Zeit still. Diffuses Licht füllte an diesem vorletzten Spätnachmittag im August die triefend nassen Alpweiden, in denen das Vieh dem Wetter trotzend gelassen weidete. Dunkle, kantige Tierkörper, als wären es Findlinge, die sich hin und wieder unmerklich verrückten, standen in der Landschaft verteilt. Nur das unrhythmische Geläut der großen und kleinen Schellen, wenn sie ihre schweren Grinder auf und ab bewegten, um schnaubend zu grasen, klang hell und dunkel, mitsamt dem Rauschen der vielen vom Nebel verschluckten Bäche aus diesem hervor. Bei dieser Wetterlage waren längst alle Himmelsrichtungen verloren gegangen, nur das Oben und das Unten blieb. Sogar jene, die sich in diesen Bergen auskannten, als wäre es ihrer Hosensack und um die Gesetzmäßigkeiten Bescheid wussten, die sich mit zunehmender Höhenlage veränderten, kamen an solchen Tagen schon mal vom Weg ab. Auch dann, wenn sie sich an markanten Steinen, einem schiefen Zaunpfahl, einer kleinen Senke oder an einem der Bachläufe zu orientieren versuchten. Besorgt blickte Bettina, bevor sie den letzten armdicken Zaunpfahl einschlug, auf den immer dichter werdenden Nebel, der, so schien es ihr, sie von allen Seiten zunehmend einschloss, als bestünde er aus einer Horde Geister, die sie lautlos einkreisten, um sie zu verwirren. Seit sie zu denken vermochte, hatte die Mutter sie vor den Geistern dieser Welt gewarnt. Vor allem dann, wenn die Sonne ihr heilendes Licht nicht auf einen entseelten Menschen fallen lassen konnte, und das galt für die große Mehrheit. Die Mutter hatte es ihr, als sie Kind war, so oft erzählt, während sie ihr aus dem bebilderten Buch vorlas, dass die Alpbildungen dieser schattenhaften, nebulösen Geisterdarstellungen von damals nun lebensecht vor ihrem inneren Auge erschienen. Bettina schüttelte den Kopf, um die Vergangenheit loszuwerden, flüsterte leise ein Gebet. Ihre Lippen bewegend, steckte sie den Hammer in die umgehängte Ledertasche und schulterte den Schlägel, als sie sich auf den Rückweg machte, der bei diesem Wetter mindestens eine Stunde dauern würde. Sie war noch keine 10 Minuten gegangen, als die diffuse Angst sie weiter beschlich. Sie hätte diesem Gedanken zuvor keinen so großen Freiraum gewähren dürfen, dass der Stachel nun derart anwuchs, schimpfte sie sich. Alle Dämonen einigten nämlich das eine. Sie zeigten sich mit Vorliebe dann, wenn ihr Wirt wehrlos schien oder unachtsam. Deshalb versuchte sie, ihre Aufmerksamkeit nach außen zu lenken, doch ihre Augen fanden nichts, an dem sie sich hätte orientieren, gar festhalten können. Und der Nebel wurde so dicht, dass er beinahe ihre Lunge reizte. Sie wusste,
Frauke und Hanna waren am heutigen Tag mit dem Jeep unten im Tal, machten den Großeinkauf in Chur, damit die Tagesgäste, die bei schönem Wetter zuhauf auf ihre Alp wanderten, auf der steinernen Terrasse mit dem einmaligen Bergpanorama bewirtet werden konnten und so nötiges Geld einbrachten. Bettina kramte das iPhone aus der Tasche, um ihren Standort festzustellen, so wie es die beiden ihr gezeigt hatten. Sie wusste, hier oben war Empfang Glückssache. Und so war es auch. Es funktionierte nur der Kompass, doch kein Ortungsdienst. Deshalb suchten ihre Augen nach vertrauten Merkmalen auf ihrem Weg. Vergebens. Die Sicht betrug nunmehr keine 10 Meter. Sie blieb orientierungslos eingeschlossen in der Landschaft und ging in die Richtung, von der sie annahm, dass nur Dein in dieser lag. Regen setzte ein. Kalter Spätsommerregen, der die Vorboten des Herbstes in sich trug. Bestimmt hinterlässt der auf den Zacken der Grauhörner eine weiße Haube, dachte Bettina, um ihrer Gedanken Herr zu werden, zog dabei den Jackenkragen enger und stierte vor sich hin. Wo befand sie sich? Jedes Rinnsal oder Bächlein, das gurgelnd durch die Weiden floss, schien auszusehen wie das zuvor und wie das nachfolgende. Nach einer halben Stunde glaubte sie, sie sei im Kreis gelaufen, was unmöglich war, denn jedes noch so kleine Gewässer floss von links nach rechts an ihr vorbei ins Tal. Sie war sich sicher, hier war sie vor wenigen Minuten vorbeigegangen. Sie zwang, sich weiterzugehen, Schritt um Schritt in die Nebelwand, als sie wenige Minuten später erschrocken aufschrie. Ein großer Stein, einem Altar ähnlich, lag vor ihr. Eine Lache Blut in dessen Mitte. Das Zeichen? Stimmte es also doch, was ihre Mutter ihr prophezeit hatte? Bettina hörte wenige Meter neben sich, wie ein Stein auf den anderen schlug, was ihren Gedankengang abrupt abbrach. Ihr Herz schlug noch schneller. Ein Schwall heißer Angst fuhr in die Glieder, lähmte ihre Beine. Ihr Blick versuchte das Grau wie Nadelstiche zu durchbohren, als erneut, diesmal hinter ihr, wieder ein Stein auf den anderen schlug. Sie riss sich drehend zurück, die Augen weit aufgerissen, als stünde sie in pechschwarzer Nacht und suchte nach einem Funken Licht. Mit zusammengepressten Lippen schüttelte sie den Kopf und zischte sich zu: Hör auf! Dieser Dämonen erwächst nur du zum Leben, also sei still! Als sie sich ihre letzte Silbe flüstern im leise rauschenden Regen aufgelöst hatte, nahm sie einen tiefen Atemzug kühler Bergluft, um sich zu beruhigen, als sich aus dem Nichts wahnhafte Umrisse einer dunklen Gestalt formten, die, wie aus der Türe einer anderen Welt kommend, auf den Altarstein vor ihr ins Blut trat. Eine seltsame Kreatur. Ein Mann. Oder eine Frau aus Stroh und in Sennenkleidung, der oder die einen ledernen Schlapphut auf dem Kopf trug. Ein stechender Geruch lag plötzlich in der Luft, als Bettina in einer Mischung aus Panik und Fassungslosigkeit die Figur anstarrte, deren grüne Augen sie fixierten, als sei sie ein wildes Tier. Ehe sie etwas sagen konnte oder zu einer Handlung fähig gewesen wäre, erhob die Gestalt die linke gen Hingel, in der sie ein langes Messer umklammerte. In diesem Moment stülpte sich Bettinas Vergangenheit ihr restlos über. Sie ließ, wie gelähmt, den schweren Schlägel fallen, dass er dumpf auf den vollgesogenen Boden aufschlug. Ihr Schrei blieb dabei lautlos im Halse stecken. Dann, als hätte jemand sie aus ihrer Starre befreit, begann sie zu flüchten. Ihren Angreifer hörte sie dicht hinter sich. Sie glaubte, dessen warmen, stinkenden Atem an ihrem Nacken zu fühlen, als dessen seltsam grelle Stimme den tauben Nebel wie die Farbe gelb durchschnitt. Die Schreie und die unverständlichen Worte hallten aus allen Richtungen auf sie ein, als wären sie ein gedämpftes Echo, während Bettina weiter und zunehmend kopfloser davonstürmte. 2.
Das Zelt auf der Wiese neben Castille hatte sich am Abend gegen 21 Uhr nur bis zur Hälfte gefüllt, als das Stück Senatonci Reloaded seine Premiere feierte. Da es schon wieder regnete, konnte die Außenbühne mit der Bergkulisse im Hintergrund nicht bespielt werden. Der Licht- und Tonmann der kleinen Theatertruppe hatte das Zelt innen so verwandelt, dass das Publikum in der hereinsickernden Dämmerung stimmungsvoll ins Stück gezogen wurde. Das Senatonci personifizierte im ersten Teil eine Femme Fatale im pinken Anzug mit schwarzer Krawatte und nach hinten gegeltem Kurzhaarschnitt. Metaphorisch zog sie den Anlegern an der Börse die Haut vom Leib, nachdem sie alle Nachteile einer Frau im Beruf hatte durchlaufen müssen und nicht weiter als sexuelles Objekt angesehen werden wollte. Dabei wuchs ihre Oberweite grotesk an. Aus einer Metamorphose ging das klassische Senatonci hervor. Eine Strohpuppe mit einer auf den Rücken gebundenen Matratze. Ein Sinnbild dafür, dass sie jederzeit den Sennen sexuell zur Verfügung zu stehen hatte, die sie aus Langeweile an den langen Abenden in der Alphütte erschaffen hatten. »Die Geister, die ich rief«, ertönte eine verzerrte Stimme mit Nachhall zeitlich versetzt aus jedem Lautsprecher. Zusehends wandelte sich die Strohpuppe zu einer nymphomanen Bedrohung und sog ihre Wirte aus wie eine Fledermaus, ein Schwein im Stall, während es schläft. Noch bevor zum Ende hin die beiden Figuren sich vereinten und die Haut des einen Sennen wie einen Kokon über sich aufspannen konnten, um sich darunter in eine Art höheres, antisexuelles Wesen zu verwandeln, stürzte eine durchnässte, von Dreck übersäte Frau ins Zelt. Sie stolperte über den roten Teppich des Mittelganges und brach zwischen den Zuschauerreihen zusammen. Erst dachten die Gäste, es handle sich um einen gar gelungenen Teil des Stückes, zumal die Frau schrie, bevor sie nach Atem ringend zu Boden ging. »Ein Mörderwesen ist auf dem Berg! Ich glaube, die Frauke ist mausetot!« Erst als auf der Bühne die beiden Senatoncis, die noch mitten im Vereinigungsprozess steckten, der Frau zu Hilfe eilten, da sonst niemand Anstalten dazu machte, und vor ihr niederknieten, begriffen die Anwesenden die Tragik des Moments. Gerede brandete los. Hände wurden verwundert vor aufgerissene Münder gehalten und eine Frau rief, ob ein Arzt unter den Gästen sei. Das Stück war abrupt zu Ende. Die Zuschauer verließen im rötlichen Zwielicht das Zelt, während bei der Kantonspolizei Graubünden ein Notruf einging. Von Thusis kommend, jagten ein Rettungs- und ein Streifenwagen durch die Nacht und trafen 25 Minuten später, fast zeitgleich, ein. Die Blaulichter warfen ihre grell blinkenden Schweife über die Szenerie hinweg, dass die Pfützen verzerrt widerspiegelten. Der Regen war stärker geworden. Die 28-jährige Hanna war völlig erschöpft und wies zahlreiche Verletzungen auf. Jemand hatte eine Decke um sie gelegt. Zitternd saß sie mit angezogenen Beinen auf dem Bretterboden des Zeltes, als die Rettungssanitäterinnen vor ihr hinknieten und den Notfallkoffer öffneten. Nach der Erstversorgung und der Entwarnung, dass sie sich keine schweren Verletzungen zugezogen hatte und ihr Kreislauf stabil sei, wurde sie von Kantonspolizist Aldo Casut befragt, der sie mehrmals darum bitten musste, auf Hochdeutsch zu antworten. Ja, was soll ich sagen? Die Frauke und ich hatten jeden Abend, wie jeden Abend, die beiden Kühe gemolken und saßen danach beim Abendessen. Als etwas außen an die Hütte schlug und seltsam kreischende Geräusche von sich gab, brachte sie hektisch heraus. Nur langsam. Sie sind hier in Sicherheit. Ich weiß, Sie sind aufgeregt. Wo haben Sie die Kühe gemolken? Casut versuchte, ihr mit seiner tiefen, warmen Stimme etwas Halt zu geben. »Auf Nordein, der Alp da oben«, sie erzählte bruchstückhaft, was Bettina am Vortag widerfahren war und fuhr fort. »Wegen dem Geräusch schauten wir deshalb gemeinsam nach draußen, als aus der Dunkelheit heraus diese Gestalt auf uns zukam.
Sie strich ihre klitschnassen blonden Haare aus dem Gesicht. Schreiend vor Angst versuchten wir, zurück in die Hütte zu flüchten, doch wie durch Zauberei stand dieses Sender-Tonchi plötzlich in der Stube, ehe wir einen Gegenstand zu fassen kriegten, um uns zu wehren. Wir rannten panisch nach draußen und da war es auch wieder. In Hannas Augen stand die Ratlosigkeit. Wie war das möglich? So schnell kann niemand sein. Wir flüchteten Richtung Stall und auch da stand es bereits, als hätte es seelenruhig nur auf uns gewartet. Immer das lange Messer in der erhobenen Hand. Also rannten wir blindlings in die Nacht, ohne richtige Schuhe oder Jacke, geschweige denn ein Telefon und das bei diesem Nebel. Dabei verloren wir uns aus den Augen. Sie begann zu schluchzen, dass eine der Sanitäterinnen ihr die Hand auf die Schulter legte und Kasut neben ihr in die Knie ging. Ich blieb stehen, stierte und horchte ins Schwarz. Es rief so laut nach ihr, dass ich selbst fast erschrak. Noch einmal rief Bettina meinen Namen. Nicht mehr so laut, als fehle ihr die Kraft oder der Atem dazu. Dann folgte der Schrei, der noch immer in meinen... Sie hielt sich mit den flachen Händen die Ohren zu. Kasut, dem die Zweifel an diesem seltsamen Verfolger ins Gesicht geschrieben standen, ließ ihr Zeit, bevor er nachhakte. Was für ein Schrei. Was glauben Sie, ist da passiert? Hannah blieb wortlos sitzen, die Hände offen neben sich gelegt, als brauchte sie diese nicht mehr oder sei im Begriff, eine Yoga-Übung zu beginnen. Der Schrei, während sie die Felswand herunterfiel, gefolgt vom dumpfen Aufschlagen ihres Körpers. Das ist passiert, murmelte sie, den Blick dabei ins Leere gerichtet. Die drei handsignierten Bücher von Philipp Gurt, Bündner Altraum, haben einen Gewinner gefunden. Und zwar haben wir dort an Rainer Hartmann, Carmen Matter und Sitte Schwitter ganz herzliche Gratulation. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch, die eingeschaltet haben und die freiwillige Tickets gekauft haben. Wirklich herzlichen Dank an dieser Stelle. Danke auch allen Sponsoren, allen Künstlern, die einfach hier Einsatz gezeigt haben, dem ganzen Team, wo sich jeder einzeln reingeknüllt hat, um das grosse Ganze zusammenzufügen. An dieser Stelle bleibend gesund und denkt daran, wir packen das.